und begrüße euch ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung der 10. Marx-Herbstschule. Ich begrüße euch im Namen der Veranstalter und Veranstalterin. Das sind seit mittlerweile 10 stolzen Jahren die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Helle Panke Berlin, die Gruppe Theorieorganisation Praxis, das Ums Ganze Bündnis und der Verein zur Förderung der Mega-Edition. Ihr habt hoffentlich mitgekriegt, dass wir dieses Jahr einen erheblichen Mehraufwand veranstalten. Anlass ist natürlich das glückliche Zusammentreffen von 10 Jahre Marx-Herbst-Schule und 150 Jahre Veröffentlichung des ersten Bandes des Kapitals. Als vor 10 Jahren die erste Marx-Herbst-Schule organisiert wurde, war es schon immer so ein bisschen mein Traum, dass wir einmal so ein Podium wie heute Abend haben werden. Also ein Podium, das den neuen Marx-Aneignungen im Allgemeinen und insbesondere den neuen Kapitallektüren gewidmet ist, die Mitte der 60er Jahre angefangen haben. Ihr habt bestimmt mitgekriegt, die öffentliche Berichterstattung zum 150. Jahrestag. Ich finde, dort ist diese eigentliche Erneuerung, die in den letzten 50 Jahren angefangen hat, so gut wie gar nicht gewürdigt worden. Damals hat jedenfalls eine unzufriedene Nachkriegsgeneration angefangen, sich Marx neu anzueignen, und im Zuge dieser neuen Aneignung sind regelrechte Kapitallektüren oder Kapitallesarten entstanden. Hinter diesem unscheinbaren Begriff Lesarten oder Lektüren stecken regelrechte Methoden der Marx-Aneignung und der Marx-Interpretation. Es geht also nicht einfach nur um einen neuen Stand der Forschung, sondern tatsächlich um eigenständige Lesarten, die einen eigenständigen Gebrauch in Theorie wie politischer Praxis von Marx Kapital angefangen haben. Drei der vielleicht einflussreichsten dieser neuen Lesarten wollen wir heute Abend vorstellen. Das ist zum einen der italienische Operaismus, dann der französische Strukturalismus und schließlich die neuen Kapitallesarten, die im Zuge der sogenannten Rekonstruktion der Kritik der politischen Ökonomie in Westdeutschland, zum Teil auch in der DDR, angefangen haben. Und einer dieser Stränge wird mittlerweile als neue Marx-Lektüre bezeichnet. Diese Erneuerung, die damals angefangen hat, war so anhaltend, dass sie mittlerweile zu Umbrüchen in Postversionen geführt hat. Der Operaismus hat einen Umbruch in einen Postoperaismus erfahren, der Strukturalismus in einen Poststrukturalismus oder eine Dekonstruktion. Und aus dieser Phase der Rekonstruktion der Kritik der politischen Ökonomie in Deutschland ist eben mittlerweile diese meist formanalytisch oder auch werttheoretisch genannte neue Marx-Lektüre entstanden. Wir haben jeweils einen Vertreter, eine Vertreterin und zugleich einen Zeitzeugen, eine Zeitzeugin eingeladen, was gar nicht so einfach war, wenn man bedenkt, dass damals ja nur 100 Jahre Kapital diskutiert wurde. Und um die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede herauszufinden, haben wir die drei jeweils gebeten, so ein bisschen dieselben Fragen zu beantworten, also uns zu erzählen, was war damals die politische, soziale Situation in Italien, in Frankreich und in Westdeutschland. Warum gab es überhaupt das Bedürfnis nach einer neuen Marx-Aneignung und nach einer neuen Lektüre des Kapitals? Was ist überhaupt eine strukturale, eine operaistische oder eine formanalytische Kapitallesart? Und was ist das Neue und was ist das Bleibende dieser Lesart gewesen? Morgen wird es dann hier an gleicher Stelle in die 70er Jahre gehen, in so etwas wie kritische Intervention, die im Zuge dieser neuen Kapital- und Marx-Aneignung angefangen haben. Zum einen um die Cultural Studies, dann um die postkoloniale Kritik und natürlich um den Feminismus. Gut, damit genug von meiner Seite. Ich möchte euch, bevor es losgeht, aber ganz kurz noch die Referenten und die Referentin vorstellen und euch dabei schon gleich so ein bisschen in die damalige Zeit versetzen. Ich glaube, dass die Vorstellung der Referentin und der Referentin schon so ein bisschen eine typische Biografie sein wird für jemanden, der damals sich mit Marx und dem Kapital beschäftigt hat. Ich fange an mit Renate Mohl, sitzt hier direkt zu meiner Rechten, hat im April 1967 Soziologie in Frankfurt am Main studiert, ist im Mai dann in den SDS eingetreten, also in den Sozialistischen Deutschen Studentenbund, der dann um das Jahr 1968 und vor allem für das Jahr 1968 eine wichtige Rolle spielte.
Im Winter 67, 68 dann Schulung in eben diesem SDS, damals noch von Trotzkisten geleitet, und gelesen hat man damals unter anderem über logischerweise Ernst Mandel, aber auch Rosa Luxemburg, Hilferding und Grossmann. Im Sommer 1968 dann Lehrveranstaltung bei Alfred Schmidt, einem der damals wohl profiliertesten Schüler von Adorno, über ausgewählte Texte von Karl Marx, und dann schließlich Beginn eines eigenen Kapitalstudiums auf Anregung von Hans-Georg Backhaus, mit dem sie bis Ende der 70er befreundet war und sogar im selben Haus gewohnt hat. Sie hat dann schließlich selbst eine Kapitalgruppe geleitet, die aus einem der letzten Adorno-Hauptseminare, das sie besucht hat, hervorgegangen ist. Im Sommer 1969 war das. Und dann von 1971 bis 1974 verschiedene studentische Tutorien und Schulungen geleitet, meist rund um das Kapital. 1974 dann Diplomarbeit mit dem schönen Titel Fetischcharakter der Ware, des Geldes und des Kapitals bei Helmut Reichelt, auch einem wichtigen Protagonisten in der damaligen Zeit. Die geplante Doktorarbeit zum Theoriebegriff im Marxischen Kapital hat sie Ende der 70er Jahre abgebrochen und dann beim Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt gearbeitet, eigentlich ganz sympathisch. Ebenso sympathisch aber seit 2010 wieder Reorientierung auf Marx, unter anderem in der Marx-Herbstschule. Ich komme zu Sergio Bologna, auf meiner Linken, auf eurer Rechten. Er ist 1937 in Triest geboren, war Professor für Geschichte der Arbeiterbewegung an der Universität Padua, zwei Semester Gastprofessor an der Uni Bremen, 1982 dann aus dem Amt entfernt, hat er seitdem als selbstständiger Berater gearbeitet. Er war Mitglied der Gruppe um die Zeitschrift Classe Operaia, also einem der wichtigsten Theorieorgane des Operaismus, hat sich an der Gründung von Potere Operaio beteiligt, trat aber schon nach einem Jahr aus und gründete 1973 die Zeitschrift Primo Maggio. Er hat sich aber auch mit der Geschichte der Nazizeit in Deutschland intensiv auseinandergesetzt. Von seiner Diplomarbeit zur Geschichte der Bekennenden Kirche 1961 bis zum Aufsatz Nationalsozialismus und Arbeiterklasse 1995. Außerdem hat er aufgrund seiner persönlichen Erfahrung Bücher und Artikel zu selbstständigen Arbeitsverhältnissen und zum Thema Logistik, insbesondere rund um Schifffahrt und Häfen, geschrieben. Das Thema ist ja heute erst wieder so richtig aktuell. Ich bitte auch um freundliche Beachtung der Amazon-Flyer, die ihr alle auf eurem Stuhl gefunden habt. Und schließlich Frieder Otto Wolf, ganz außen von mir aus gesehen rechts. Er ist zum Kapital gekommen mit 20 Jahren über die Lektüre von Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein, das war 1963 und damals in Paris. Es gab nur die französische Übersetzung, weil die deutsche Ausgabe damals verschollen war. Sie ist dann, ich glaube, 1967 auf Deutsch neu aufgelegt worden mit einem neuen Vorwort und wurde für die Studentenbewegung relativ wichtig. Oh nein, die erste Korrektur. Und vorher gab es Raubdrucke, aber nur 2-3 Jahre vorher. Sein erster Kontakt mit der Kapitallesebewegung ergab sich dann im Februar 1964, ebenfalls noch in Paris, am Rande eines Seminars von Lucien Goldman, an dem auch unter anderem Michel Löwy teilgenommen hat, wurde er zu einem Lesekreis der französischen KP, also der französischen kommunistischen Partei, eingeladen. Allerdings kehrte er zu einem ganz anders ausgerichteten offiziellen Philosophiestudium nach Deutschland zurück, wo die Kapitallektüre zunächst keinen Platz hatte, aber dann 1968, 1969, als er schon promovierter Assistent in Saarbrücken war, aufgenommen wurde in einem Lesekreis, ergänzt durch Wochenendseminare, wie das damals ja nicht unüblich war, unter anderem mit Hans Nutzinger und Elmar Wolfstetter. Frieder ist dann 1973 Privatdozent für Philosophie hier an der FU in Berlin geworden, saß von 1984 bis 1999 für die Grünen im EU-Parlament und ist jetzt Professor hier an der Freien Universität Berlin. Wichtig für den heutigen Abend ist aber vor allem, Frieder hat die gesammelten Werke von Althusser neu editiert und herausgebracht, unter anderem auch die großen Klassiker über die Reproduktion, ideologische Staatsapparate sowie natürlich Lire le Capital, das ja für unsere Veranstaltung den geradezu pragmatischen Titel trägt, das Kapital lesen. Gut, damit genug des Vorspiels. Wir haben uns
darauf geeinigt, dass wir so ein bisschen chronologisch vorstellen. Das heißt, am frühesten dran war der Operaismus, Sergio Bologna wird anfangen, dann kam der französische Strukturalismus, wird Frieda übernehmen und schließlich kommt Renate Mohl und stellt die neue Kapitallektüre und Marx-Aneignung in Westdeutschland vor. Und damit übergebe ich das Wort an dich, Sergio Bologna. Dankeschön. Danke für diese Einladung. Für mich ist immer ein großes Gefallen, nach Berlin zu kommen, seit dem ersten Mal, dass ich da war. Und das war den 13. April 1959. Ich habe also einen längeren Text vorbereitet, aber ich werde diesen Text nicht vollständig lesen. Was wollte ich in diesem Text erzählen? Ein bisschen die Geschichte dieser Gruppe von Militanten, die sich um der Zeitschrift Quaderni Rossi gesammelt haben und die Operaisten genannt worden sind. Fragt mich nicht, woher dieses Wort Operaismus kommt, weiß man nicht. Die Gruppe bestand aus Intellektuellen, Arbeitern, Gewerkschaftsaktivisten, Jobbern, Arbeitslosen, aber vor allem politische Militanten. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was für eine Zeit war damals. Also die 50er Jahre in Italien waren die Jahre des wirtschaftlichen Aufschwungs, aber auch der Spaltung der Gewerkschaftsbewegung in drei Dachverbände und der Repression in den Fabriken. Vor allem kommunistische Kader und gewerkschaftliche Vertreter in der Belegschaft wurden isoliert und entlassen. Die Wende, die große Wende kam 1960 mit dem großen Streik der 70.000 Arbeiter und Techniker der elektromechanischen Industrie in Mailand. Hier wurden alle möglichen Kampfformen eingesetzt. Es ging vor allem um die Verkürzung der Arbeitszeit. Die Frauen an den Fließbändern spielten eine bedeutende Rolle. Aber die führende Kraft waren noch die Facharbeiter. Der Kampf endete im März 1961, nach 7 Monaten erfolgreich. Endlich ein Sieg der Arbeiterklasse. Am 30. September desselben Jahres erschien die erste Nummer unserer Zeitschrift der Quaderni Rossi. Der Gründer der Zeitschrift, derjenige, der alle anderen gesammelt hat, war Raniero Panzieri, ein Vertreter der linken Sozialisten. Es war auch Funktionär der Sozialistischen Partei gewesen. Aber vielleicht die wichtigste Figur für die theoretische Ausarbeitung des Operaismus und vor allem für die Lesung von Karl Marx war Mario Tronti aus Rom. Die zweite Nummer der Quaderni Rossi enthielt seinen ersten wichtigen Leitartikel, die Fabrik und die Gesellschaft. Und damit eröffnete sich die Ära des Operaismus. Der Aufsatz beginnt mit einem Zitat aus dem dritten Abschnitt des ersten Bandes des Kapitals. Tronti fasst also die Begriffe zusammen und vor allem, also ich habe versucht, also zu Ich werde versuchen zu erklären, wie Tronti bei jeder Lesart, bei jedem Ausschnitt von Marx, er versuchte nicht nur also eine Interpretation, sondern auch Konsequenzen auf der praktischen Agitation. Also wir waren eine politische Gruppe, die Redaktionsmitglieder waren Leute, die ständig vor der Fabriken agitierten. Die waren auch ständig in den Debatten der Parteien anwesend. Und welche Konsequenzen zieht Tronti aus diesen Gedanken von Marx? Dass sie die Herrschaft des Kapitals durch die Arbeitskraft im Verwertungsprozess verwirklicht, also viel stärker in der Organisation der Gesellschaft als im direkten Arbeits- bzw. Produktionsprozess. Daher der operaistische Begriff der Gesellschaft Fabrik, Società Fabrica, in dem sich der Begriff der Ausbeutung der Arbeit auf das ganze soziale System der kapitalistischen Gesellschaft ausweitet und nicht begrenzt bleibt auf den Produktionsprozess.
Gleich am Anfang hatte ich heute Abend erst wahrgenommen, dass der Titel unserer Abend ist die Begriffung Arbeit, der Arbeitsbegriff in Marx. Also ich glaube, da Tronti hat nie diesen Begriff benutzt. Für Tronti war entweder Arbeitskraft oder Arbeiterklasse. Das bedeutet Arbeitskraft, das bedeutet Energie, die Arbeiter benutzen, verwenden, um die Verwertungsprozesse des Kapitals zu erlauben. Das heißt, sie sind ein Teil des Kapitals. Sie können ohne das Kapital nicht existieren. Und andererseits sind sie eine autonome, politisch autonome Klasse. Eine politisch autonome Klasse. Und das ist das typische Doppelcharakter der Arbeitskraft. In einer anderen Passage Tronti versucht zu erklären, wie der Lohnbegriff bei Marx zu verstehen ist. Der Lohnbegriff ist eine kapitalistische Mystifizierung. Mit einem Lohn bezahlt das Kapital nur einen winzigen Teil des Werts, den die Arbeitskraft produziert. Vor allem, wenn wir nicht von der konkreten, im Produktionsprozess angewandten Arbeit reden, sondern von einer abstrakten Arbeit im Verwertungsprozess der Gesellschaft. Und wenn wir nicht vom absoluten, sondern vom relativen Mehrwert reden. Hier in diesem Gedankengang von Tronti findet sich die Wurzel der operaistischen Idee des Lohns als unabhängige Variable. Eine Idee, die während der Kampfwelle der 70er Jahre so populär und aber auch so subversiv wahrgenommen worden ist. Was bedeutet, dass in Ihre Forderung an die Arbeiterklasse sollte nicht also die sogenannte Kompatibilität mit der, zum Beispiel mit der kapitalistischen Entwicklung reden, sondern sollte also unabhängig von dieser Kompatibilität ihre Lohnforderung weitertragen. Tronti beginnt hier auch die Analyse der großen Fabrik. Die operaistische Vorstellung des Klassenkampfes geht von einem Szenario von Massenproduktion aus. Das bedeutet, Tronti spricht immer von abstrakten Arbeitskraft, aber gleichzeitig er wählt immer also seine Gedanken in der Realität des Klassenkampfes und das Szenario dieses Klassenkampfes ist die Großfabrik. Das heißt, diese Großfabrik, es gibt keine abstrakte Arbeitskraft, sondern eine nützliche Arbeitskraft. Und das ist auch ziemlich wichtig, also mindestens war wichtig damals, vor allem in unserer Auseinandersetzung mit der reformistischen Politik der kommunistischen Partei. Warum? Weil gegenüber der Auffassung der traditionellen Arbeiterbewegung, also der KP, dass Italien ein Land der kleinen und mittleren Betrieben sei, ein Land, das noch nicht die Reife der Industrialisierung erreicht habe, sind die Operaisten immer der Meinung gewesen, dass der Neokapitalismus in Italien schon Anfang der 60er Jahre gesiegt hat und dass die Produktion einer Massenproduktion mit fordistischer Arbeitsorganisation schon in verschiedenen Bereichen üblich war. Die traditionelle Arbeiterbewegung vertrat die These, dass Italien sich in einer rückständigen Phase der kapitalistischen Entwicklung befände und dass das Ziel der Arbeiterbewegung sein sollte, daran mitzuwirken, diesen Rückstand aufzuholen. Deshalb sei ein Bündnis mit den progressiven Kräften des Kapitals notwendig. Idealtypisch ging die operaistische Vorstellung im Gegensatz immer davon aus, die Modernität des italienischen Kapitalismus zu betonen, weshalb die Zerstörung der modernsten Formen der Ausbeutung das Ziel des Operaismus sein müsse und der Massenarbeiter die wirksamste die Kraft für diese Aufgabe. Allerdings waren selbst innerhalb der Quaderni Rossi nicht alle Redaktionsmitglieder mit dieser Vorstellung einverstanden, vor allem die Soziologen der Gruppe waren. Die sagten, die warnten, dass die Massenarbeit eine Minderheit der Arbeiterklasse darstellte und dass die Rolle der kleinen und mittleren Betriebe nicht unterschätzt werden sollte. Leider haben wir zusammen nicht mehr als drei Nummer dieser Zeitschrift gemacht, weil zeigte sich schon also unterschiedliche Meinungen.
Und nach der dritten Nummer spaltete sich die Redaktion. Wir, also eine Gruppe, die versuchte, also sagen wir mal, die marxische Interpretation von Tronti, also in der Agitation vor den Fabriken zu verwenden, haben eine andere Zeitschrift gegründet. Wenige Monate später, Raniero Panzieri, der hat die Zeitschrift gegründet, ist gestorben, im sehr jungen Alter, war 43 Jahre alt. Und also wir haben zusammen mit Tronti und Toni Negri diese zweite Zeitschrift gemacht, die heißt Klassoperei. So die Geschichte, diese theoretische Ausarbeitung des Operaismus ist in diesen zwei Zeitschriften zu finden. Also zurück zur Tronti-Analyse. Der Verwertungsprozess hat die Ebene der Gesellschaft erreicht, weil die Arbeiterklasse das Kapital dazu gezwungen hat. Diese These, vielleicht die am meisten umstrittene These seiner Theorie, ist: Der Klassenkampf determiniert die Entwicklung des Kapitals, nicht umgekehrt. Die Entwicklung des Kapitals liegt in den Händen der Arbeiterklasse. Und wo der Klassenkampf besonders stark ist, kann das Kapital gezwungen sein, einen Schritt zurück in Richtung einer Demodernisierung zu gehen. Noch weiter, noch ein anderer Ausschnitt aus dieser Interpretation von Tronti. Tronti führt also eine seiner Lieblingslesen ein, die These der sogenannten Einseitigkeit oder Parteilichkeit der Klasseninteressen. Einseitig muss der revolutionäre Denken sein. Wenn die Arbeiterbewegung die Idee vertritt, dass die Arbeiterklasse dem allgemeinen Interesse der Nation dienen soll, dann hat die bürgerliche Ideologie die Arbeiterbewegung erobert. Die Arbeiterklasse muss ihre einseitigen, parteilichen Interessen folgen. Sie kann nicht gleichzeitig ihre Interessen und diejenigen der Bourgeoisie vertreten. So gesehen scheint es sehr banal zu sein, aber damit bricht Tronti gänzlich mit der Tradition von Gramsci, oder besser gesagt mit der KPI-Interpretation von Gramsci nach dem Krieg. Das bedeutet, dass die Arbeiterklasse im allgemeinen Interesse der Nation vertritt. Das war ein Dogma. Also ich habe drei Beispiele genannt, wo die Lesart von Tronti, von Marx von Tronti, führt zu drei ganz spezifischen Stellungnahmen, politischen Stellungnahmen, die direkt in Auseinandersetzung mit der reformistischen Politik der KPI waren. Noch ein Schritt weiter. Die Vergesellschaftung des Verwertungsprozesses zwingt uns, Produktion, Distribution, Austausch und Konsum als eine Einheit zu betrachten. Ein einziges organisches System der bürgerlichen Gesellschaft. Das bedeutet, dass der Kampf innerhalb des Produktionsprozesses ein direkter politischer Kampf ist. In allen seinen ersten Schriften vertritt Tronti auch diese These und bricht somit auch mit einer bestimmenden Tradition der Arbeiterbewegung. In der Fabrik der ökonomische Kampf, in der Gesellschaft der politische. Gewerkschaft einerseits und Partei andererseits. Diese Unterscheidung, diese Arbeitsteilung wurde von den Europäeristen bekämpft. Also statt weiter die Interpretation von Tronti zu analysieren, würde ich gerne auch etwas sagen über die zweite große Persönlichkeit des Operaismus, Romano Alquati. Ebenfalls im Heft 2 der Quaderni Rossi veröffentlicht Alquati den ersten Teil eines langen Aufsatzes mit dem Titel Zusammensetzung des Kapitals und der Arbeitskraft bei den Olivetti-Werken. Olivetti, wissen, war damals in Italien einer der großen Produzenten von Schreibmaschinen, Rechenmaschinen und so weiter. Ne? Während Tronti seine Analyse aus der Sprache der Philosophie entwickelt, fußt der Ansatz von Alquati auf die Arbeits- und Industriesoziologie. Während Tronti sich auf der Ebene der großen Ideen bewegt,
Cristalguati ein akkurater, feiner, sensibler Beobachter der Mikrobeziehungen innerhalb des Produktionsprozesses, die er als Herrschaftsprozesse analysiert. Er weiß, die Subjektivität der Arbeiter in den winzigen Erscheinungen zu erkennen. Eine Subjektivität, die versucht, sich der Disziplinierung zu entziehen, Widerstand zu leisten und Solidarität zu schaffen. Alquati wusste, die Anzeichen eines spontanen Protests im Voraus zu erkennen. Seine Kunst war es, den Sinn der Marktanalyse der konkreten Ereignisse der Fabrik zu suchen. Für jede theoretische Aussage von Marx wusste er, das entsprechende Phänomen im Fabrikalltag zu finden. Und wir hatten angefangen, wir lebten damals in Wohngemeinschaften in Mailand. Also die erste Wohngemeinschaft haben wir in 1957 gegründet. Und in diesen Wohngemeinschaften gab es immer so diese Diskussion. Kollektiv haben wir Marx gelesen, aber Romano Alquati kam aus Turin, wo er ständig also in Kontakt mit der Fiat-Arbeiter oder Vater der Fiat-Werke, der Lancia-Werke war. Und er versuchte uns zu erklären, wie also die Ausschnitte von Marx, die wir kollektiv zusammenlasen, hatten also eine Beziehung zu dem, was in der Fabrik passierte. Also diese, und deswegen haben wir immer so gelernt, einen theoretischen Text und gleichzeitig mit der Realität diesen Text zu vergleichen. Natürlich, in dieser unserer Lesart, es gab auch eine bestimmte Forcierung, ne, der Interpretation. Aber für uns war wichtig, so Marx nicht als so einen toten Text zu lesen, sondern einen lebenden Text. Die dritte große Figur des operistischen Weltanschauung ist Toni Negri, also vielleicht der bekannteste Name. Er hat eine große organisatorische Fähigkeit, zum Beispiel nach der Spaltung innerhalb der Quaderni Rossi ist seine Initiative, also dank seiner Initiative, die wir haben, also diese zweite Zeitschrift Klassopereia gegründet. Er hat also die Druckerei gefunden, ich habe alles gefunden. Wir haben immer alles selbst finanziert, alle unsere Initiativen. Aber Negris organisatorische Fähigkeiten sind nicht der einzige Grund, warum seine Figur so wichtig ist. Sonny Negri und die Genossen aus Padua, Ferrara und Venedig haben eine wichtige Rolle im Rahmen der Bildung autonomer Gruppen bei der petrochemischen Industrie in Porto Marghera gespielt. Und durch ihre intellektuelle Unterstützung gelang es ihnen, die operaistische Theorie in konkreten Arbeitskämpfen wirksam zu machen. Die Arbeiter und Techniker, die für eine Weile bedeutet 15 Jahre ungefähr, eine führende Rolle bei der Klassenauseinandersetzung in Porto Marghera gehabt haben, hätten nicht ihre solide Autonomie erreichen können, ohne das Bündnis mit der Gruppe, die sich um die Zeitung hieß Potere Operaio Veneto Emiliano, gesammelt hätten. Das waren Toni Negri, Guido Bianchini, Luciano Ferrari, bravo. Bianchini und Luciano Ferrari sind leider gestorben. Und alle drei haben also viele Jahre im Gefängnis verbracht. Also alle wurden in 1979 verhaftet, während einer großen Verhaftungswelle. Das kostete Toni Negri 11 Jahre. 11 Jahre, nicht ununterbrochen, aber 11 Jahre Gefängnis. Guido Bianchini 2-3 Jahre und Luciano Ferrari Bravo 5 Jahre und noch 8 Monate, es musste in derselben Wohnort, wie sagt man auf Deutsch? Sowas wie Hausarrest ist das, glaube ich. Da muss also, ja. Und dann ist er aus seinem Krebs gestorben. Okay, und was diesen Genossen gelungen ist, hat keine andere operistische Gruppierung geschafft. Gut, dann endete auch Klassopereia. Warum? Weil Tronti einer bestimmten Seele sagte, also alles, was ich bisher gesagt habe, ist korrekt, aber vielleicht meine These über, sagen wir mal, die reine, direkte politische Kraft einer Fabrikkampf ist nicht richtig. Politik hat ihre eigene Autonomie. Die Politik muss man machen, unabhängig von den Klassenkämpfen, unabhängig von den Arbeiterkämpfen. Politik bedeutet auch Taktik und so weiter. Und dann ist wieder
Er war ein alter Mitglied der KPI, also von der Familie her, sein Vater, ich glaube, war Bauarbeiter. Sie waren also immer Kommunisten gewesen und er ist wieder zur Partei geworden und es ist später im Senat gewählt worden. Und er ist heute noch im Senat und hat vorgestern im Senat eine Rede gehalten zum Gedenken der Oktoberrevolution. Ich glaube, so ist das italienische Parlament das einzige Parlament in der westlichen Welt, wo man von der Oktoberrevolution geredet hat. Also mit dem Ende von Classe Operaia schien auch der Weg des Operaismus beendet zu sein. Aber seine Zeit war damals noch nicht gekommen. Wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten. 5 Minuten, okay. Allerdings sollte sich seine Rolle in den italienischen Klassenauseinandersetzungen erst noch zeigen. Es war ein bitteres Gefühl, kein politisches Organ mehr zur Verfügung zu haben, zu einem Zeitpunkt, wir waren 67, in dem das Klima in den Großbetrieben sich gewaltig zu ändern schien. Man spürte, dass etwas geschehen wird. Die Signale aus den Betrieben waren ganz klar und wir Operaisten hatten das richtige Gespür entwickelt, diese Signale rechtzeitig zu erkennen. Es waren also 67 und dann kam der 68, der Pariser Mai, der für uns sehr wichtig war. Die Studentenbewegung, also die Studentenrevolte, hat 67 begonnen. Und natürlich die erste Welle der Studentenrevolte war gegen die Operaisten. Die waren also viel mehr antiautoritär. Sie sagten also, die Arbeiterklasse in den westlichen Ländern ist integriert. Sie hat nichts mehr zu sagen in den revolutionären Prozessen. Wichtig sind nur die Befreiungsbewegungen in den Ländern der Dritten Welt und so weiter und so weiter. Aber als der Pariser Mai kam, da wurde klar, dass die Arbeiterklasse noch viel zu sagen hatte. Ich habe zusammen mit anderen Genossen von Classe Operaia, also den ganzen Pariser Mai, direkt in Paris miterlebt. Und wir haben nachher also einen Artikel geschrieben, das war unsere Interpretation von dem Pariser Mai, eine operaistische Interpretation dieser Ereignisse. Und dieser Artikel ist also viel diskutiert worden in der Studentenbewegung. Im Herbst desselben Jahres, Herbst 68, da gab es auch in den Betrieben etwas Neues, also die Gründung von Basiskomitee, spontan oder nicht spontan Basiskomitee, vor allem in Mailand bei den Pirelli-Werken. Und wo zeigte sich ganz klar, dass das Klima in den gesamten Betrieben sich also völlig geändert war und die Arbeiter bereit waren, sich zu revoltieren oder mindestens ihre Forderungen konsequent und radikal durchzusetzen. Das war der Prolog, der sogenannte heißen Herbst. Heißen Herbst, also die große Konfrontation zwischen Gewerkschaften und Unternehmerverbände. Der war aber so der Anfang eines Zyklus, ein Arbeitszyklus, der sollte 10 Jahre lang dauern. Das ist wichtig, dass in Italien, es gab also die 70er Jahre, waren Jahre, wo die Arbeiterklasse immer an der Initiative war. Und das endete leider auch mit einer großen Niederlage, aber inzwischen hatten die Arbeiter natürlich viel Macht innerhalb der Betriebe und auch in der Gewerkschaft gewonnen. Also für uns, für unseren Gedächtnis natürlich sind die Jahre, die direkte Demokratie eine Bedeutung gehabt hat, eine richtige Bedeutung gehabt hat. Und das war wichtig, nicht nur für die arbeitenden Betriebe, aber war wichtig zum Beispiel für die Rechtsanwälte, die Arbeiter von Gerichtshöfen verteidigt haben, war wichtig für die Ärzte, die den Arbeiter also geholfen haben, also sich gegen das Risiko beim Arbeiter zu schützen, zu wehren. Das waren die Journalisten, die eine neue Art der Information zu machen. Das waren also die Architekten, die Urbanisten. Es waren die ganze Bourgeoisie, also ganze bürgerliche Berufe, die damit also verändert wurden, also investiert wurden, getroffen wurden. Gut, und das war also ein bisschen die Geschichte, also unsere Geschichte. Was haben wir gemacht?
Vielleicht nicht so viel, aber vielleicht haben wir so, so einen Trend der Geschichte innerhalb der Arbeiterklasse richtig interpretiert. Wir sagen nicht, dass wir das organisiert haben. No? Also die Arbeiterautonomie war so groß und so reif und auch die Gewerkschaft, vor allem die Delegierte der Gewerkschaft, waren so politisch bewusst und auch politisch und gewerkschaftlich technisch sehr gut vorbereitet und konnten natürlich sowohl die Arbeitskämpfe, sowohl die Streikformen als auch die Verhandlungen mit den Unternehmern ganz gut führen. Ja, die Operaisten haben das gut interpretiert, haben sicher geholfen, Alliierten in der Gesellschaft für den Klassenkampf zu finden und zu hervorzuheben. Warum man noch heute von diesen Operaisten spricht, weiß ich nicht. Also im vorigen Jahr gab es war der 50. Jahrgang von Operaia Capitalis, das wichtigste Buch von Mario Tronti. Sie haben in Paris, in Nanterre, ein Seminar organisiert. Und Tronti selbst hat einen ganz schönen Brief geschrieben. Also das steht alles in meinem Text. Ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, meinen Text zu lesen. Und das war alles. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Damit gebe ich direkt weiter an Frieder Otto Wolf. Ja, ich möchte zunächst mal etwas zu meiner Person noch sagen. Wenn es um den deutschen Althusserianismus ginge, wäre es eigentlich sinnvoll gewesen, meinen Kollegen Peter Schöttler einzuladen. Ich war nicht Bestandteil des historischen deutschen Althusserianismus. Ich war allenfalls teilnehmender Beobachter. Also ich kenne die Leute seit langem und bin mit Althusser selber zusammengekommen, auch mehrfach, in der Frage der portugiesischen Revolution, mit der ich ein bisschen was zu tun hatte, und der Frage, was man denn daraus lernen könnte. Also ganz untypisch, obwohl ich Philosoph bin, hatte ich einen politischen und keinen philosophischen oder wissenschaftlichen Zugang zu Althusser. Und ich gebe ja jetzt die Werke von Althusser heraus, schwieriger Prozess, wenn man da nicht eine Institution und Mittel zur Verfügung hat. Aber das begreife ich, um das mal so zu sagen, aus der Rolle der Trümmerfrau, die aus dem Schutt rettet, was von Wert ist. Also ich bin in diese ganze Sache eingestiegen, nachdem die Niederlagen schon vollzogen waren und hatte vielleicht das Glück, seit der Mitte der 80er Jahre im Europäischen Parlament 15 Jahre lang zu sein, in einem sehr speziellen Raum, in dem man an diesen Prozessen nicht so teilnehmen konnte, aber sie auch beobachten konnte. Soweit vorweg. Ich möchte aber auch noch eine zuspitzende Zusammenfassung versuchen auf die Fragen von Frank Engster. Was war die spezifische Ausgangslage? Und ich denke, hier muss man für Althusser sagen, so französisch und franco-französisch er in vielen ist, dass man sich hier auf die kommunistische Weltbewegung beziehen muss. Die Krise der kommunistischen Weltbewegung, die für ihn im Konflikt China-Sowjetunion ausbrach und sichtbar wurde, war für ihn ein zentraler Bezugspunkt. Und er setzt voraus und greift ein in die weltweite Kapitallesebewegung, die nicht zufällig 1960 in Kuba entsteht und tatsächlich die USA, Lateinamerika, Europa ergriffen hat. Und auf diese Bewegung reagiert Althusser 1964-65 mit seinem Seminar Das Kapital lesen und mit dem Versuch,
in und gegenüber dieser Kapitallesebewegung politisch, philosophisch Position zu beziehen. Ich denke, das war auch nicht sozusagen ein marginales Ereignis. Auch wenn es von Deutschland immer so aussieht, als ob Frankreich irgendwie am Rand liegt, weltweit betrachtet hat Paris eine gewisse Zentralität. Nicht die von New York, aber doch, wenn wir nach Afrika oder Lateinamerika schauen, eine ganz beträchtliche Zentralität, was damals noch stärker war, als das heute der Fall ist. Und etwa ist das besichtigbar an der symbolischen Bedeutung des Mai 68. Der war der Mai 68 in Frankreich. In Deutschland hätte man vielleicht eher den Juni 1967 wählen können. In den USA, Großbritannien, in Italien und anderen europäischen Ländern, Spanien und Portugal, und noch unter der faschistischen Diktatur, gibt es auch hier Daten. Es gibt Prag dann 68 auch. Aber diese Zentrierung auf Mai 68 ist eben Effekt dieser doch starken und in den 60er Jahren sicherlich noch stärker als heute imaginären Zentralität von Paris. Dem steht gegenüber, dass die KPF, also die Kommunistische Partei Frankreichs, die Französische Kommunistische Partei, denn sie heißt anders als die KPD, nicht so anspruchsvoll, an der Stadientheorie der kommunistischen Weltbewegung fest hing, könnte man sagen, und die Versuche, das zu relativieren, an denen Althusser beteiligt war, von ihr ganz klar abgewehrt worden sind. Aber doch war die KPF der Einsatz der althusserischen Eingriffe nicht wirklich der Einsatz, den er gewonnen hat, sondern den hat er eher verloren. Aber in der KPI fand er einen Raum der Artikulation. Zum spezifischen Inhalt. Ich denke, der Strukturbegriff, der ja schon in der Anmoderation angesprochen ist, fungierte vor allen Dingen als verbale Distanzierung von der aristotelischen Form-Stoff-Problematik, die Hegel sozusagen aufbereitet und erneuert hat, von der aber es gute Gründe gibt, sich zu distanzieren. Zentrale Operation Althussers ist die Frage nach dem epistemologischen Einschnitt der Coupure Epistemologique, wird auch als auch anders übersetzt, aber das ist dann eher irreführend. Der stammt von Gaston Bachelard, also der französischen historischen Epistemologie, einer spezifischen französischen Entwicklung in der Wissenschaftstheorie und versucht zu begreifen, was es bedeutet, wenn ein Denken den Bereich der Reproduktion der Ideologien verlässt und tatsächlich zu wissenschaftlichen Einsichten über die Wirklichkeit kommt. Und Bachelard und Co. haben das anhand der großen Durchbrüche der neuzeitlichen Wissenschaft diskutiert. Das kann man dann bis Darwin verlängern, ist auch gemacht worden. Und Althusser stellt diese Frage jetzt, und das, denke ich, ist wirklich einer seiner großen Verdienste, im Hinblick auf die Marx'sche Theorie. Also er fragt sich nicht, ist die Marx'sche Theorie wichtig, ist die Marx'sche Theorie politisch notwendig, sondern er fragt sich, in was bewirkt die Marx'sche Theorie, in anderen Worten, so etwas wie eine wissenschaftliche Revolution. Und das scheint mir eine zentrale Errungenschaft immer noch der Althusserschen Theorie zu sein. Wenn ich heute hier Diskussionen, auch die poststrukturalistischen, anschiehe, ist diese Dimension auf den, oder dieser Blick auf den wissenschaftlichen Durchbruch leider verloren gegangen. Zentrale Begriffe will ich nur nennen: strukturale Kausalität, also eine spezifische Gestalt kausaler Erklärung, die nicht dem Modell der Linearität kausaler Erklärung in der Physik
Folgen, sondern eine spezifische, auch mit Rückwirkungen verbundene Kausalität für den Bereich der Wissenschaft von Geschichte und Gesellschaft postulieren. Und ganz wichtig, denke ich, bis heute, die Kategorie der Überdetermination, die Althusser von Freud leiht, die es möglich macht zu denken, wenn ich das jetzt selber in meinen Worten sage, dann ist es schneller, wie in konkreten historischen Gesellschaftsformationen unterschiedliche Herrschaftsstrukturen mit ihren Gesetzmäßigkeiten sich überlagern und zusammenwirken und auch gegeneinander wirken. Also etwa Herrschaft des Kapitals in modernen bürgerlichen Gesellschaften, Herrschaft des modernen Patriarchats in modernen Gesellschaften und auch vielleicht Herrschaft der internationalen Dependenz in modernen Gesellschaftskonstellationen. Ich denke, das zentrale Anliegen war dabei, die Hinterfragung der hegelianischen Reflexionsformen, die Marx selber zur Verfügung gestanden haben. Und im Unterschied zur deutschen Kapitallektüre wird nicht versucht, zu rekonstruieren, wie man aus diesen Reflexionsformen doch noch Sinn gewinnen kann, was auch durchaus eine achtenswerte intellektuelle Anstrengung ist, aber von begrenzter Tragweite, weil es dann im besten Fall eben gelingt, den Stand der philosophischen, epistemologischen und wissenschaftstheoretischen Reflexion des 19. Jahrhunderts zu reproduzieren, also vor Frege, vor Wittgenstein und vor der gesamten modernen Entwicklung der philosophischen Logik. Zweitens, aber es hat auf jeden Fall auch noch den Aspekt, das muss man heute auch sagen, angesichts der Entwicklung der Mega 2, dass hier tatsächlich versucht wird, philosophisch zu artikulieren, was in der wissenschaftlichen Argumentation und Untersuchung geschieht und was sie für Resultate erbringt. Und das ist eine wesentliche und unverzichtbare Funktion, von der nicht gedacht werden kann, dass sie, wie Marx selber das öfter mal flapsig formuliert, von der wirklichen Wissenschaft überflüssig gemacht wird. Zweitens, was ich als sozusagen große Errungenschaft betonen würde, ist die Betonung der Notwendigkeit der zweite bleibende Ertrag und vielleicht der insgesamt bleibende Ertrag ist überhaupt diese Unterscheidung der notwendigen philosophischen Artikulation von der auch notwendigen Rekonstruktion und Weiterentwicklung der marxischen Wissenschaft, der von Marx begründeten Wissenschaft der Kritik der politischen Ökonomie. Ich betone die Weiterentwicklung dieser Wissenschaft, weil Althusser hatte da ein ziemlich pragmatisches Verhältnis zum Stand der marxistischen Debatte, ein vielleicht auch zu unkritisch pragmatisches. Eigentlich, wenn man etwa seine Montesquieu-Schrift sich anschaut, dann kann man sehen, dass er durchaus auch substanziell mit den dominanten Strömungen der sowjetischen, die dann auch die DDR ja stark bestimmt hat, Marx' Interpretation gebrochen hat. Ich sehe jetzt, dass ich ein Zeitproblem bekomme, aber ich will versuchen, das nicht übermäßig zu strapazieren. Ich will deswegen nur kurz noch einige Thesen präsentieren. Worum es Althusser und seinen Mitautoren im Buch Das Kapitallesen gegangen ist, lässt sich meines Erachtens prägnant zusammenfassen. Innerhalb der sich seit etwa 1960 als eine Reaktion auf die Stagnation des Realsozialismus weltweit entfaltenden Kapitallesebewegung war die doppelte Frage zu artikulieren, worin der wissenschaftliche Durchbruch des marxischen Kapitals genau genommen bestanden hat und inwiefern mit diesem theoretischen Durchbruch der Ausgangspunkt für eine revolutionäre, auf wissenschaftliche Erkenntnis der historischen Lage gewonnen war. Das ging über die Kapitallektüre bis hin zur Rekonstruktion der Kritik der politischen Ökonomie eindeutig hinaus und wagte sich auf das philosophische
und politische Terrain der Gegenwart. Zweitens, trotz allem von Althusser her später selber eingestandenen Theoretizismus, der diesen Versuch angehaftet hat, ist dieser Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis dabei zentral. Und ich denke, er bleibt es auch heute noch, nachdem inzwischen sowohl die Orientierung auf die Wissenschaft des historischen Materialismus als auch auf die kommunistische Weltbewegung inzwischen unrückholbar eingebrochen sind. Es bleibt immerhin die Orientierung auf die wissenschaftliche Kritik der politischen Ökonomie, die uns immer noch enthüllt, wie die kapitalistische Produktionsweise im idealen Durchschnitt in modernen bürgerlichen Gesellschaften herrscht, auch wenn wir die Marx'schen Bestimmungen da weiterentwickeln müssen, was sie aber zulassen. Und es bleibt die Orientierung auf eine neuartige Verbindung der Widerstände und Alternativprojekte, welche sich über alle historischen Niederlagen hinweg dieser Herrschaft entgegenstellen und eine Perspektive von der Befreiung von ihnen kämpfen. An dieser Stelle kurz zur Arbeit als Einsatz der Klassenkämpfe. Das ist in der Tat zu denken. Für Marx ist zentral die Unterscheidung zwischen Arbeitskraft und Arbeiter, wobei die Arbeiterbewegung erst dadurch zustande kommt, dass die Arbeiter, so Marx im Kapital, die Köpfe zusammenstecken. Das ist also nicht etwas, was irgendwie mystisch hinter ihnen schon immer existiert. Und wichtig ist hier, ich glaube, das kann man mit Althusser sagen, nicht der liberalen Illusion zu erliegen, die doppelt freie Lohnarbeit sei als solche allein ihrer Form halber wirklich frei. Zweitens, moderne Arbeit als vom Kapital beherrscht und ausgebeutet zu untersuchen. Drittens, die Arbeiterklasse als in ihren Kämpfen erst zu konstituieren und nicht einfach vorgegeben denken. Heute etwa Thematik der Migranten und der Prekären. Und Gewerkschaften und Arbeiterparteien eben auch als ideologische Staatsapparate zu denken. Und das heißt, als zunächst immer auch beherrschte Räume des Kampfes gegen die von den Herrschenden aktiv betriebene Reproduktion ihrer Herrschaft. Althussers Versuch, von der anderen verdrängten wissenschaftlichen Revolution des 19. und 20. Jahrhunderts, also von der Psychoanalyse zu lernen, ist ebenfalls in seinem Potenzial noch längst nicht erschöpft. Er ist durch eine bewusste Reflexion auf die Präsenz des verdrängten Unbewussten, auch noch in unseren wissenschaftlichen und politischen Handeln, können wir das schwierige Geschäft betreiben, als kritische Wissenschaftler und Philosophen immer wieder von Neuem die Verkennungen zu erkennen und kritisch aufzulösen, welche die herrschenden Formen der wissenschaftlichen Arbeit und der politischen Tätigkeit bestimmen. Althusser hat mit seinen Thesen den heroischen Versuch unternommen, der Marx'schen Wissenschaft, der Kritik der politischen Ökonomie und Marx' späteren Skizzen zur Kritik der Politik in ihren unvollendeten Gestalten eine adäquate Philosophie als Reflexions- und Verteidigungsform an die Seite zu stellen. Dabei ist festzuhalten, dass er sich im Horizont der französischen Philosophie bewegt, insbesondere der Epistemologie Bachelards. Entschuldigung. Also insbesondere der Epistemologie Bachelards und dass er sich auf die französische Ausgabe des Kapital stützt, die Marx selber derart weitgehend überarbeitet hat, dass sie gleichberechtigt neben die von Engels erarbeitete Ausgabe treten kann und sollte. Das hat die deutsche Rezeption stark beeinträchtigt. Die zentrale Formel, die Althusser dieser Ausgabe entnommen hat, im deutschen Text des Kapitals einfach nicht finden konnte. Die im Kern vergleichbaren Versuche, die der späte Adorno angestellt hat, wo dann Backhaus drauf aufbaut, hat Althusser nicht gekannt und hätte sie vermutlich auch schwerlich verstehen können, was umgekehrt übrigens auch für Adorno gilt. Letzter Punkt. Jacques Derrida hat sich in einer Phase der völligen Marx-Vergessenheit durchaus erfolgreich und effektvoll darum bemüht, dass das Gespenst der Marx'schen Theorie nicht gebannt werden konnte, hat aber meines Erachtens nichts dazu beigetragen, deren verdrängten Charakter als wissenschaftliche Entdeckung neu zu bestimmen. Die poststrukturalistische Lesart von Marx halte ich
rückblickend für ein ziemlich leeres Konstrukt. Die unleuchtbare Bedeutung von Foucault, Deleuze und Guattari liegt auf ganz anderen Ebenen und nicht in einer relevanten Kapitallektüre. Dekonstruktion bleibt allerdings generell eine immer wieder wichtige Übung, um sich von verfestigten Philosophien zu befreien, die dem wirklichen wissenschaftlichen Begreifen und dem eingreifenden politischen Handeln im Weg stehen. Das gilt selbstverständlich auch für die marxistische, sogar für die marxianische Tradition. Prüfet alles, war bekanntlich Marxens Lieblingsmaxime. Danke. Gut, dann kommt als letztes Renate Mohl. Ich versuche das Mikro schön nah ranzuhalten. Wenn es zu leise wird, müsst ihr sagen, hier vorne kriegt man das nicht so mit. Also ich muss für Deutschland ein bisschen weiter ausholen. Prägend für die Vorgeschichte der neuen Aneignung der Marxischen Theorie war in Deutschland der Antikommunismus. Der war doppelt begründet, nämlich eine überkommene Haltung aus der Weimarer Republik noch, wo die russische Revolution von weiten Kreisen der Bevölkerung abgelehnt wurde und sich eben als Antikommunismus oder Antibolschewismus niederschlug. Das ging in den Nationalsozialismus über und diese Haltung wurde eigentlich in der Bundesrepublik auch nie aufgehoben. Und hier wurde es dann noch verstärkt durch den zweiten Staat auf dem ehemals deutschen Boden, der DDR, dem einfach die Existenzberechtigung abgesprochen wurde. Praktisch äußerte sich das dann so, dass 1956 die KPD verboten wurde und die SPD hatte immer unter der Diffamierung als fünfte Kolonne Moskaus zu leiden. Die Reaktion der SPD darauf war das Godesberger Programm. Da wurde der Marxismus als Quelle des demokratischen Sozialismus einfach gestrichen. Und im gesellschaftsanalytischen Teil gab es folgerichtig auch keine marxistische Analyse mehr. Die Linken, die in der Partei dagegen protestierten, wurden rausgeworfen. Und dieser Rauswurf betraf auch den SDS, den Sozialistischen Deutschen Studentenverbund. Das war eigentlich nur erstmal eine Studentenorganisation, die so den Pool für Funktionäre darstellen sollte, hatte sich aber im Laufe der Zeit ein Stück weit von der Partei emanzipiert und ist er eben deswegen rausgeflogen. Das Selbstverständnis des Verbandes nach diesem Rauswurf war, für Sie, also den Sozialistischen Studentenverband, war der Kristallisationskern für sozialistische Theorie und marxistische Analyse der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Das heißt also, dass da wenigstens noch eine Erinnerung an kritische Theorie aufbewahrt war. Es gab natürlich auch weiter in der Bundesrepublik ein paar Stützpunkte kritischen Denkens, also etwa am OSI, am Otto-Suhr-Institut in Berlin, auch in Marburg. Aber am wichtigsten sowohl für die Studentenbewegung wie für die spätere Marx-Forschung, denke ich, war das Frankfurter Institut für Sozialforschung. Das war 23/24 gegründet zur Erforschung der kapitalistischen Gesellschaft und der Geschichte der Arbeiterbewegung. Von den Nazis wurde das Institut mit dem ganzen Personal ins Exil getrieben und zurückkehrte Max Horkheimer, ein Philosoph, dann Theodor W. Adorno, auch Philosoph,
und Pollock, der Ökonom war. Pollock gehörte zu den Stiftern des Instituts. Das Stiftungsvermögen war auf der Strecke geblieben, also war futsch. Und insofern hatte das Institut dann in der Nachkriegszeit gar nicht mehr die politische und institutionelle Unabhängigkeit. Das schlug sich dann daran nieder, dass also teils vom Land und teils von der Stadt finanziert wurde, sich aber auch über Studien weiterfinanzieren wurden. Das heißt, der interdisziplinäre Ansatz, den insbesondere Horkheimer, der 32 von Rektor wurde, als in dem Institut vertreten hatte, der war eigentlich in der Nachkriegszeit schon personell nicht mehr möglich. Eines der wichtigsten Bücher, auch für die Studentenbewegung, war die 1943 von Horkheimer und Adorno zusammengeschriebene Dialektik der Aufklärung, die genauso wie Geschichte und Klassenbewusstsein in den 60er Jahren dann erstmal nur als Raubdruck verfügbar war. Wie entwickelte sich der SDS nach dem Rauswurf? Es gab eigentlich zwei Dimensionen der Arbeit. Das eine war die sozialistische Theorie. Darüber berichtet Elisabeth Lenk auf dem Kongress von 62, glaube ich. Sozialistische Theorie ist die Respektlosigkeit, gesellschaftlich gesetzte Grenzen des Nachdenkens zu überschreiten. Sie sucht nicht nur Teilstücke, sondern die Gesellschaft als Ganzes zu durchschauen. Da zeigt sich aber jetzt, dass dadurch, dass dem Verband die Arbeiterklasse abhanden gekommen war, die ja sozusagen als bei der Partei geblieben war, dass sich da Theorie schon ziemlich verselbstständigt. Und der Verband richtet sich jetzt auf der anderen Seite auf sich selbst als Hochschulorganisation. Es erschien damals die Hochschuldenkschrift. Hochschule in der Demokratie, genau. Das ist die Hochschuldenkschrift des SDS, wo die Demokratisierung der Hochschulen auf breiter Linie gefordert wurde. Es gab eine wesentliche Veränderung noch in dem Verband, nämlich als 1965, glaube ich, die direkte Aktion, die subversive Aktion in Gestalt einiger Personen in den SDS eintrat. Da wurde die Praxis, die sozusagen von der Arbeiterbewegung hier fehlte, durch die direkte Aktion ersetzt. Die direkte Aktion war antiautoritär, ironisch, spielerisch, überraschend, knüpfte aber in bestimmter Weise an der Dialektik der Aufklärung an. Die schrieb von einem gesellschaftlichen Verblendungszusammenhang, der nicht mehr zu durchbrechen wäre. Und in der direkten Aktion war die Auffassung, dass man diesen Verblendungszusammenhang durchbrechen kann und zur Möglichkeit unverstellten Erfahrung durchdringen kann, weil die direkte Aktion vor allem überraschend ist und damit auch sowohl den Beteiligten wie den Unbeteiligten, die sowas mitbekommen, zeigt, wie die Gesellschaft in ihrer Struktur ist. Nämlich, es wurden immer wieder autoritäre Reaktionen provoziert. Und das war dann die geforderte Entlarvung. Es kam weiter dann auch
etwa 65 in den S-Reihen wieder aus, von Genossen, die aus, in den USA waren. Andere Praxisformen wie Teach-ins, Sit-ins, Go-ins, die aus der Bürgerbewegung und auch der Studentenbewegung damals im SDS übernommen wurden. 65 bildete sich dann eine praktisch wie in der Internet, wie weltweit auch, begann eigentlich die Studentenbewegung und die Motive der deutschen Studenten, denke ich, lassen sich also durch drei Begriffe bezeichnen. Die Bewegung war antiimperialistisch, so war sie sozusagen international begründet. Sie war national durch die Geschehnisse selbst, also etwa den Tod von Benno Ohnesorg, den Mord an Benno Ohnesorg 67. Und da kippte ja dann in der Anti-Springer-Kampagne oder dann 68 gegen die Notstandsgesetze, die von der Großen Koalition geplant und durchgesetzt wurden. Und drittens wurde aber der schon etwas früher der Strang von etwas früher wieder aufgenommen, nämlich es ging weiterhin um die Demokratisierung der Hochschule. Da ist insofern auch ein relevantes Moment, weil von der Bildungskatastrophe die Rede war. Die wurde 1964 ausgerufen und das hing natürlich damit zusammen, dass der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttosozialprodukt, der lag, glaube ich, damals bei 3,5%, war also sehr gering. Darauf antworteten die Studenten auch mit hochschulpolitischen Protesten. Die einzelnen Protestaktionen unterschieden sich in der Form wenig, aber hatten unterschiedliche Stoßrichtungen. Es gab Universitäts- und Seminarbesetzungen, die teilweise etwa 68 in Frankfurt durch die Notstandsgesetzgebung motiviert waren, aber einen hochschulpolitischen Inhalt bekamen, nämlich es ging um Selbstverständnis, selbstbestimmtes Lernen, was in der Hochschuldenkschrift des SDS schon gefordert war und was jetzt experimentiert werden sollte. Diese Versuche gab es auch in Berlin und an anderen Orten, wurden polizeilich sehr schnell unterbunden. In diesem Fall, also in Frankfurt, besetzte die Polizei die Universität und es kam erstmal niemand mehr rein. In Frankfurt gab es einen Studentenführer, das war der Hans-Jürgen Krahl, der jetzt versuchte, diese studentische Praxis, die ja eigentlich keine Verbindung zu einem wie immer gearteten Proletariat hatte, trotzdem mit der Lukacschen Auffassung, dass die Organisation die Verbindung von Theorie und Praxis ist, zu füllen, und zwar über einen Begriff der Verschränkung von selbstbestimmtem Lernen und den studentischen Aktionen. Und daran knüpfte er also einen sehr hohen Anspruch der Reflexion bei den Studenten. Also um es nochmal etwas verständlicher zu sagen, die Versuche des selbstbestimmten Lernens waren in die politische Praxis integriert und wurden von Krahl als eben die Selbstorganisation, die zwischen Theorie und Praxis vermittelt und die anders als bei Lukács nicht mehr unter dem Diktat der Partei steht. Das setzt aber bei den Studenten, denke ich,
bei mir selbst auch, etwas in Gang, dass sich das Verhältnis zur Theorie verändert hat. Die war jetzt nichts mehr Äußerliches, was man in der Universität lernte, sondern sie diente unmittelbar zur Selbstreflexion und zur Verständigung. Entschuldigung. Diese Überlegungen wurden begleitet von einer Entfremdung zwischen Professorenschaft und der Studentenschaft. Die Habermas-Kritik an Hans-Jürgen Krahl insbesondere, die sicher einige durchaus realistische Momente hatte, gipfelte aber dann in dem Vorwurf, dass die Studenten, wenn sie so ihre Praxis bestimmten, zu Wahnvorstellungen neigten und brach damit praktisch den Dialog mit den Studenten ab. Außerdem machten sich die Professoren, auch und gerade etwa Habermas und Adorno, zum Büttel des Staates, wenn sie die Polizei riefen, wenn die Universität besetzt war. Und aus dieser Gemengelage entstand meines Erachtens oder in meiner Erinnerung diese breite Kapitallesebewegung in Frankfurt. Ob das für andere Universitäten auch gilt, weiß ich nicht. Aber für Frankfurt, denke ich, gingen all diese Momente da ein. Das bedeutet aber auch, dass das Kapitallesen überfrachtet wurde. Das sollte plötzlich alles bewirken. Also es sollte die Welt erklären. Die Grundlage für die Erklärung von Imperialismus und den verschiedenen Aufbrüchen in die dritte Welt, in der dritten Welt, in den Sozialismus bieten, sollte zu erklären, wie es zu ersten nennenswerten Streiks in der Bundesrepublik gekommen war und warum sich daraus kein revolutionäres Proletariat entwickelte, sollte erklärt werden, wo das Klassenbewusstsein geblieben war und wie man es reaktivieren könnte. Sollte schließlich über die eigene gesellschaftliche Rolle aufklären, ob nun als Student, als angehender Akademiker oder als Speerspitze der Revolution in der Betriebsarbeit. Und natürlich wurden diese Erwartungen enttäuscht. Die Theorie erwies sich als unpraktischer als angenommen, sodass ein Teil der Studenten auf alte Konzepte zurückgriff, die den Bezug zur Praxis scheinbar verbürgten, Parteigründung und Orthodoxie. Davor hatte Krahl schon gewarnt, also diese autoritativen Rückgriffe in die Geschichte zu machen, aber es passierte halt trotzdem. So entstanden dann diese ganzen Parteigründungen, die zwar auch eifrig das Kapital lasen, aber das Kapital wieder unter der Brille der alten Parteien. Die neue Marx-Lektüre nun. Also nein, ich muss noch einen Punkt sagen. Es gab dann langsam ein Auseinandertreten. Ich habe nur manchmal das Bedürfnis, mich anzulehnen. Weil es etwas bequemer wäre. Es gab ein Auseinanderfallen, so ganz langsam, von den Theorie und Praxis in dem Sinne, denn es gab inzwischen auch neue Bewegungen. Es gab zum Beispiel die Häuserkampfbewegung und es gab die Frauenbewegung, die teils ihre eigenen Bewegungen durchaus reflektierten, teils aber auch halt mit den Kapitallesenden, die eher theoretisch orientiert waren, diskutierten. Die reagierten dann so, dass sie die Frauenbewegung belehrten, dass die Hausarbeit notwendig aus dem Systementwurf von Marx herausfalle und dass im Übrigen produktive Arbeit im Marx'schen Sinne zu leisten ein Fluch sei.
Die Frauen hatten nämlich sozusagen im ersten Ansatz des Kapitallesens geguckt, wo kommen wir denn vor? Und sie haben sich schlicht nicht gefunden. Daher also, beim Häuserkampf war es ähnlich. Die Häuserkämpfer wurden belehrt, dass sich die Grundrente, die städtische, nicht aus der absoluten Rente erklären lässt bei Marx. Und im Übrigen wurde als Ort ihres Kampfes die Oberfläche des Kapitals ausgemacht und damit als Ansatzpunkt einer grundlegenden Bewegung auch verworfen. Umgekehrt hielten die Praktiker, die Theoretiker entgegen, ihr tut nichts. Und so fiel das Ganze auseinander, so dass meines Erachtens die neue Marx-Lektüre um 70 rum, 69, 70 rum, eigentlich den Bezug zu Aktionen in der Gesellschaft schon verloren hatte. Das heißt nicht, dass die einzelnen Personen nicht weiterhin Sozialisten waren, schon gar nicht die Kapitalleser, aber es war keine zentrale Fragestellung in der Theorie. Wenn ich jetzt, ich muss jetzt nochmal, also zeitlich ein Stück zurück, das Kapitallesen, wie es eben auch nicht erst 69 da begann als breite Bewegung, sondern wie es schon 64, 65 in Frankfurt begann. Das hatte eigentlich eine doppelte Frontstellung. Es war zum einen gerichtet gegen den tradierten Marxismus, der als sich in einer Zusammenbruchstheorie und in der Verelendungstheorie nicht zusammenfassen ließ, kulminierte und dann natürlich im realen Sozialismus. Inwieweit in der Ablehnung der eigentlich mit der Muttermilch aufgesogene Antikommunismus bei den Studenten da auch noch eine Rolle spielte, weiß ich nicht genau. Ich denke dann manchmal, also wie die, es spielte natürlich auf der anderen Seite zumindest 68 dann wieder eine Rolle, der Einmarsch der Sowjetunion in Prag, wo das Experiment eines anderen Sozialismus in der CSSR beseitigt wurde. Aber ich weiß nicht genau, ob da die nicht auch, wie gesagt, dieses Alter eine Rolle spielte. Und es gab eine gleichzeitige Gegnerschaft und ein Anknüpfen an die kritische Theorie. Habermas hatte 63 schon die von der alten kritischen Theorie, Adorno und Horkheimers, gesagt, sie bei ihr sei eine verschwiegene Orthodoxie gegeben, einfach deswegen, weil alle Momente, die sie an der Gesellschaft festmachen, also der Bann, die Tauschgesellschaft, sie redete sozusagen in Marx'schen Begriffen, aber es ist die Verbindung zur Kritik der politischen Ökonomie im eigentlichen Sinne fehlte. Und in dieser Situation war Alfred Schmidt, ein Schüler von Adorno und Horkheimer, der Erste, der das aufbrach. Da gibt es zum einen, band er die Kategorien, die kritische Theorie benutzte, wie also Fetischcharakter, Verdinglichung, Tauschgesellschaft, Ware und so weiter, das band er an die Kritik der politischen Ökonomie, an die Produktion zurück. Zweitens leistete er eine grundlegende Kritik an Engels Naturdialektik, die eigentlich die Marx'sche Theorie zu einer Widerspiegelungstheorie gemacht hatte. Und drittens entdeckte er die Grundrisse
für eine Marx-Lektüre. Die Grundrisse sind ja von 1953 erschienen, unbemerkt, natürlich nicht ganz unbemerkt im Westen, aber sie waren bis dato einfach keine, nicht Gegenstand der Lektüre. Genau vor 50 Jahren gab es eine Tagung, 100 Jahre Kapital. Und da spielten die Grundrisse noch bei einem anderen Autor eine große Rolle, nämlich bei Roman Rostolski. Roman Rostolski war selbst bei der Tagung nicht mehr anwesend. Er hat aber ein Referat dort verlesen lassen. Und da stellte er, das Buch von ihm kam 1969, glaube ich, raus. Das war praktisch ein Kommentar zu den Grundrassen. Und dieser Vortrag von ihm ist eine praktisch eine Vorwegnahme. In seinem Eingangsreferat hebt er die Bedeutung der Marx'schen Methode hervor und kritisiert, ähnlich wie Schmidt schon in seinem Buch, also in seiner Dissertation von 1962, dass an die Stelle der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie eine mechanisch-naturgesetzliche Einzelwissenschaft getreten sei. Er meinte dann, dass, das sollte ich vielleicht doch mal lieber aus dem Text machen, er hebt die Bedeutung des Form-Inhaltsproblems sowohl für die Unterscheidung verschiedener historischer Epochen als auch und besonders für die Methode selbst hervor. Er erinnert daran, dass der Hauptvorwurf von Marx gegenüber der klassischen Ökonomie lautete, sie habe nie die Frage gestellt, warum der Inhalt diese Form annehme. Und er zeigte gleichzeitig, dass eine solche Formvergessenheit die Sowjetökonomie charakterisiere, wenn sie die Marx'sche Kritik als positive Ökonomie lese und damit die Allokationsprobleme der Wirtschaft über den Wert gemessen in Arbeitszeit lösen wolle. Roman Rostolski führt auch den methodisch wichtigen, auch den Grundrissen entnommenen Begriff des Kapitals im Allgemeinen in die Debatte ein. Da geht es, dieser Begriff bezeichnet ein Sachverhalt, nämlich, dass das Kapital sich auf einem, und zwar alle drei Bände, auf einem bestimmten Abstraktionsniveau bewegt, sodass es nicht als unmittelbare Theorie der Erklärung von empirischen Sachverhalten gelten kann. Das Kapital erklärt zwar die Krisenhaftigkeit der Gesellschaft, aber keine einzelne Wirtschaftskrise. Um die zu erklären, bedarf es dann vieler weiterer Vermittlungen noch. Aber dadurch wurde etwa ein Haupteinwand der bürgerlichen Ökonomie gegen das Kapital damals, mit dem konnte man noch überhaupt nichts erklären, wurde damit begegnet, dass man sich eben auf einer völlig anderen theoretischen Ebene bewegt. Schmidt, der auch bei diesem Kongress anwesend war und eins der Hauptreferate hielt, fasst dann nochmal zusammen. Fasst die an Hegel orientierte Interpretation von Marx zusammen. Unter materialistischer Dialektik versteht er eine Methode sui generis, die sich den üblichen wissenschaftstheoretischen Einteilungen wie analytisch oder synthetisch, induktiv oder deduktiv entzieht. Die durch sie konstruierte Theorie stehe deshalb auch quer zu der üblichen Einteilung von Wissenschaften in Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften, ebenso wie der Zuordnung zu einer sozialwissenschaftlichen Einzelwissenschaft. Das Marx'sche Erkenntnisobjekt sei das gesellschaftliche Ganze, dessen Produkt über viele Vermittlungen
die einzelwissenschaftlichen Disziplinen ebenso seien wie der materielle Reichtum der Gesellschaft. Ich denke, das ist vergleichbar mit dem Bruch, von dem Frieda Otto Wolf gesprochen hat. Die Marxische Theorie ist eine Theorie völlig neuen Typus. Dann kann ich also nur noch einige Momente benennen. Dialektik. Da besteht Alfred Schmidt darauf, dass die Marxische Theorie Dialektik sei, aber eben nicht dialektisch im Hegelschen Sinne. Sondern Vertreter einer materialistischen Dialektik. Das Anknüpfen an Hegel bedeutet aber, dass die Widersprüche im Denken, die dann die Entwicklung der Theorie weitertreiben, sich auf Widersprüche in der Realität berufen können. Er macht so dann die Unterscheidung von Forschung und Darstellung, die auch bei Hegel zentral steht, und das Kapital und die dialektische Methode gilt für die Darstellung und nicht für die Forschung. Als nächster wichtiger Punkt, um die Engels-Kritik komplettiert, wird die Unterscheidung von logischem und historischem gemacht. Nach Engels und seinen Zeitgenossen wurde das Kapital als eminent historisches Buch gelesen, angefangen von der Wertformanalyse am Anfang, die als Gang von sozusagen geldlosen Gemeinschaften hin zum Kapitalismus gelesen wurde und dann über das Kapital auch. Da stellte der Alfred Schmidt voraus, dass die Vorgeschichte des Kapitals in der logischen Darstellung des Kapitals eine Rolle spiele. Die Vorgeschichte kommt dann zum Tragen im 24. Kapitel in der ursprünglichen Akkumulation. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass im Unterschied zu Hegel, da trete die gegenständliche Praxis an die Stelle des absoluten Subjekts. Das heißt, die Erkennbarkeit der Gesellschaft begründet sich daraus, dass sie von Menschen produziert ist, was einfließt als spezifisch-historische. Deren Verdinglichung, das heißt die Objektivität, mit der sie uns entgegentritt, ist selbst Produkt einer verkehrten gesellschaftlichen Praxis. Helmut Reichelt, mit dem also der Begriff der neuen Marx-Lektüre auch verbunden wird, versucht in seinem Buch anhand der Grundrisse die Dialektik bei Marx nachzuzeichnen, bis hin zum Kapitalbegriff. Er besteht auf der Einheit von Methode und Gegenstand, was bedeutet, dass man die Methode nur am Gegenstand zeigen kann und keine sozusagen Reflexion jenseits dieser Methode sie begründen kann. Backhaus, von dem hier die neue Marx-Lektüre ihren Namen hat, nämlich die wertformanalytische Marx-Reinterpretation von Marx, stellt das erste Kapitel des Kapitals ins Zentrum. Was an ihm so faszinierend war damals, war, dass er sich nicht mit irgendwelchen Lehrformeln begnügte, sondern tatsächlich Satz für Satz verstehen wollte, was ist eigentlich damit gemeint. Und insofern, also das wäre heute noch für eure Kapitallektüre beispielhaft, dass man sich nicht einfach so mit einem vagen Verständnis begnügt, sondern wirklich guckt, was soll das eigentlich heißen. Er ist dann darauf gestoßen, dass das die Darstellung in der ersten Kapitalauflage
eine andere war, die bekam dann auch einen Anhang. Und da meinte ihr, dass die Darstellung in dieser ersten Auflage wesentlich dialektisch war, während die zweite Auflage, da hätte der Marx das popularisiert und eigentlich die dialektische Darstellung versteckt. In seinen folgenden Überlegungen teilt Backhaus den Marx zwischen einen exoterischen und einen esoterischen Marx. Der esoterische Marx ist derjenige, der tatsächlich dialektisch seine Begriffe begründet. Der exoterische tritt immer dort auf, wo es sich um Popularisierung handelt. Allerdings ist Hans Backhaus heute auch der Meinung, dass die Marxische Methode ihre Mängel hat. Das heißt, dass der Marx auch gar nicht so zu rekonstruieren ist, wie er sich vielleicht selbst gedacht hat. Der sachliche Ertrag der Backhaus-Interpretation der Marxischen Mehrformanalyse ist, dass sie angesiedelt wird auf der Ebene der einfachen Zirkulation, das heißt auf der abstraktesten Ebene der Kapitalzirkulation. Und damit wird klar, dass die Begriffe, mit denen Marx da umgeht, Abstraktionen sind, wo die kapitalistische Gesellschaft immer schon im Hintergrund steht. Der nächste Punkt ist der, also das ist der letzte, zu dem ich jetzt kommen will. Es geht in dieser Wertformanalyse um die Begründung des Geldes. Backhaus wendet sich gegen eine prämonetäre Wertlehre, das heißt eine Wertlehre, die glaubt, Wert sei ohne Geld zu haben. Das würde nämlich bedeuten, dass die Waren zu ihren Arbeitszeiten ausgetauscht werden könnten. Das heißt, dass die Ware in ihrem Doppelcharakter gar nicht fortgehen muss zu Tauschwert, den Äquivalentform bis hin zum Geld, sondern dass sie direkt ausgedrückt werden könnte. Und das ist also eine wesentliche Erkenntnis in dieser Interpretationsweise. Was bleibt? Das will ich kurz fassen. Also zum einen gefällt mir der Begriff neue Marx-Lektüre überhaupt nicht. Als wir damals angefangen haben mit einer Marx-Lektüre, haben wir das auch nicht so genannt, sondern dieser Begriff ist 97 aufgekommen. Ob da nicht ein bisschen Eitelkeit oder was auch immer dahinter steckte, ich weiß es nicht. Aber ich würde eher neue Marx-Lektüre benutzen für diesen Aufbruch, über diesen theoretischen Aufbruch seit 1965. Ich denke, es ist ziemlich viel Schutt weggeräumt worden, der sich im Laufe der Zeit an der Theorie sedimentiert hatte. Und es ist jetzt quasi ein Neubeginn. Was ungeklärt ist, ist natürlich, inwieweit die Marxische Theorie sich selbst begründen kann. Das heißt also, ob dieser Ansatz über die Hegelsche Dialektik erfolgversprechend ist, denn die neue Marx-Lektüre ist über die Begründung, also bis hin zum Kapital, nicht hinausgelangt. Der zweite und der dritte Band, der ja auch in die Figur des Kapitals allgemein gehören würde, ist nach diesem Muster noch nicht interpretiert worden. Dann ist natürlich die nächste Frage auch zu stellen, ob die Marxische Theorie wissenschaftlich überholt ist. Dann wäre es immer noch interessant, sie in ihrer als wissenschaftsgeschichtliche Erscheinung zu interpretieren. Aber dann ist die Frage, was an deren Stelle treten sollte. Das Verhältnis, also jetzt mache ich einen ganz kurzen Abschluss, das Verhältnis von Theorie und Praxis
dem das Hauptinteresse der lesenden, kapitallesenden Studenten, Jungarbeiter und so weiter galt, ist nach dem Ausgeführten weiter unbestimmt, also zumindest nach der neuen Marx-Lektüre. Allerdings ist das meines Erachtens eine Befreiung der Theorie von Praxen, denen sie zu dienen habe, und gleichzeitig der Praxis von einer Theorie, die sich anmaßte, sie anzuleiten. Ob und wie sie zusammenfinden, darüber werden uns in einer Dimension die Vorträge morgen Abend vielleicht Auskunft geben. Für die Marxische Herbstschule gilt aber, auf jede neue Marx-Lektüre folgt eine neue Marx-Lektüre, nämlich die der nächsten Generation, die unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen die alten Probleme neu interpretiert und neue Probleme an die alte Theorie herantritt. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Gut, wir sind ein bisschen über die Zeit, aber wir haben auf jeden Fall noch Raum für Nachfragen, Anmerkungen. Ich muss vorweg sagen, ich glaube, es sind welche in dem Nebenraum, weil es hier zu voll war. Die können natürlich auch Fragen stellen und müssen dann einfach hier runterkommen. Antonella hier vorne zu meiner Linken hat ein Mikrofon und wir hatten abgemacht, dass wir immer 3, 4 Fragen sammeln, weil dann die Chancen doch wesentlich größer sind, dass möglichst viele rankommen. Trotzdem haltet euch natürlich kurz und präzise. Antonella, ich glaube, da vorne. Muss ich euch so ein bisschen zeigen? Könnt ihr das, weil es ist leider zu eng. Ich mach mal alle eure Mikros an. Ich bin dran. Ah, okay. Gut. Ich habe eine Frage an Sergio Bologna. Mich würde auch noch mal interessieren, welche Teile vom Kapital jetzt besonders wichtig waren für den Operaismus. Und ob es einen Bezug gab zur Della Volpe-Schule, die ja in den 50er Jahren auch das Kapital in Italien sozusagen wiederentdeckt hat. Und ich habe noch eine ganz kurze zweite Frage an alle drei, die eigentlich Frieda schon so ein bisschen beantwortet hat, aber mich würde auch nochmal interessieren, ob es so untereinander irgendwie auch Bezüge gab zu den verschiedenen Kapital- oder Ansätzen der Kapitallektüre. Frieda hat ja schon gemeint, die gab es nicht, aber ich dachte, ich frage trotzdem nochmal. Handzeichen, okay. Per te era, che cosa avete letto? Voi operaisti di Marx, frammenti della Volta, e l'altra l'importanza di della Volta. In questo periodo. Ja, zwischen alter und neuer Marx-Lektüre, das ist natürlich ein fragwürdiges Unterfangen. Eine andere Frage wäre heute zu stellen, welche Parameter existieren denn in jedem Fall? Und an welchen Parametern, Kategorien, Dimensionen arbeitet man sich denn heute in der Theorie auch ab? Vorschläge wären dazu zum Beispiel die Klassenfrage. Gibt es sowas noch wie ein Proletariat? Das heißt, gibt es noch so etwas wie ein historisches Subjekt der Geschichte? Natürlich ist es eine hegelianische Kategorie und Dimension, die ich da anspreche. Und damit spreche ich auch zum Beispiel an eine andere Kategorie, das ist die Kategorie der Dialektik. Ja, Marx ist ohne Hegel nicht denkbar und ohne Dialektik nicht denkbar. Das sind also, worauf ich meinen kleinen Beitrag hier etwas fokussiere, ist nicht auf die Differenzen zwischen einer alten und neuen marxischen Lesart, sondern auf einen gewissen Fundus, auf den man sich beziehen kann, ohne alles gleich in Frage zu stellen, sondern auch weiter tradieren zu können. Ja, und darauf würde ich Wert legen. Also Dialektik, historisches Subjekt, Arbeiterklasse, Proletariat, das wären solche Parameter, vielleicht auch Teleologie, ja, was auch eine hegelianische Kategorie wäre. Ja, und dann bräuchte man nicht diese Differenzen zu machen zwischen alter und neuer, und übermorgen kommt dann die überneueste marxische Interpretation. Vielleicht geht es auch anders. Danke sehr. Nochmal Hände zeigen. Traut sich keiner, sehr gut. Es wäre sicherlich Platz für noch eine Frage. Geben wir zurück. Ihr könnt
gerne, jeder kann zu allen Fragen Stellung nehmen. Sergio Bolognari, tu cominciare con che cosa avete letto di Marx e l'importanza di Della Volpe. Ah, è già fatto. Also ich habe in meinem Text also die, sagen wir, die Ausschnitte gezählt, die für in der Interpretation der Lessart von Tronti wichtig waren. Aber im Allgemeinen sage ich Kapital, Buch 1 und 2. Aber sehr wichtig für uns waren die Grundrisse. Die italienische Übersetzung der Grundrisse ist 1967 erschienen und ist übersetzt worden von Enzo Grillo. Der gehörte zum engen Kreis von Mario Tronti in Rom. Ich selbst habe das, also meine einzige Arbeit über Marx, nachdem ich also das Buch von Rostolsky gelesen hatte, ich hatte versucht zu analysieren die Artikel, die Marx für die amerikanische Zeitung New Daily Tribune geschrieben hat. Und normalerweise werden diese Artikel so verstanden, er brauchte Geld und er hatte so aus reinen finanziellen Gründen also diese Artikel geschrieben. Ich glaube hingegen, dass diese Artikel ziemlich wichtig gewesen sind für das dritte Buch des Kapitals, die Kredittheorie. Und aufgrund dieser Forschung haben wir im Primo Maggio auch eine Gruppe gebildet, die ziemlich viele Jahre gearbeitet hat, über also Geldtheorie und Geldbegriff in Marx. Daraus sind einige auch Leute entstanden, die später also sehr bekannte Wirtschaftswissenschaftler geworden sind. Über Della Volpe weiß ich nicht so viel zu sagen. Im Allgemeinen würde ich sagen, wie diese junge französische Forscher sagen, bei Tronti ist es nicht einfach zu sagen, also was für eine Tradition von Denkens war für ihn wichtig. So wie von Bartial Tulser und so weiter. So Della Volpe hat eine Rolle gespielt, aber viel wichtiger war für ihn, ich glaube, nicht also eine Tradition des Denkens, sondern also was eigentlich also in den Betrieben sich passierte. Und ich glaube, dass, warum wird man noch vom Operaismus geredet? Weil es war nicht nur eine Interpretation von Marx, es war wirklich ein Gedankensystem. Es ist kein Zufall, dass viele von uns haben versucht, auf andere Gebiete eine operaistische Interpretation zu verwenden. Also wir vom Primo Maggio zum Beispiel haben wir versucht auf dem Bereich Geschichtswissenschaft. Alberto Magnaghi ist ein sehr bekannter, international bekannter Experte von Planwirtschaft auf dem Gebiet des Urbanismus. Paolo De Ganello ist auch ein bekannter Designer auf dem Gebiet des Designs. Ferruccio Gambino auf dem Gebiet der Migration, Guido Bianchini auf dem Gebiet der Landwirtschaft und der Rolle der Bauern und so weiter und so weiter. Also ich glaube, also, es war wirklich so ein Gedankensystem, ein organisches Gedankensystem. Denn also die Della Volpe-Schule spielt nach meinem Wissen etwa bei Lucio Coletti und Claudio Napolitano eine wichtige Rolle, die dann zu solchen Autoren, die sagen wir, bei sich als marxianisch begreifen, wie Riccardo Bellafiore, der ja international auch sehr einflussreich ist, weiterwirken. Also hier hat es, sagen wir mal, eine wissenschaftlich-akademische Entfaltung an Marx anknüpfenden ökonomiekritischen oder kritisch-ökonomischen Denkens gegeben, die durchaus auch international gewirkt hat. Claudio Napoleoni, ne, genannt. Kein Zufall, dass Napolitano, Entschuldigung.
Claudio Napoleone hat sich in Kontakt mit uns gesetzt, als wir diese Gruppe über Geldtheorie gegründet haben. Und hat uns einen Brief geschrieben und weiter also in Kontakt, im Gespräch mit uns geblieben. Aber auch Augusto Graziani zum Beispiel. Also sicher hat Coletti eine Rolle gespielt. Vielleicht, Frieda, willst du auch gleich was sagen zu der Frage, wie überhaupt die Verbindung zwischen diesen neuen Lektüren oder wie immer man sie nennen will? Ja, also die Deutsche ist, sagen wir mal, relativ taub. Die hat kaum mitgekriegt, was anderswo stattgefunden hat. Aber zwischen der italienischen und der französischen, Negri war bei Althusser eingeladen, sozusagen als erstes an der École Pratique, an Althussers eigener Schule. Also von da aus, denke ich, gab es diesen Dialog, aber es gab eben nicht sozusagen ein theoretisches Crossover, sondern Negri hat sein Ding gemacht und Althusser hat sein Ding gemacht und es war nicht möglich, das ineinander zu überführen. Ich denke, das muss man auch ernst nehmen. Also philosophische Artikulation ist nicht etwas, was man gewissermaßen beliebig in Olla Potrida verwandeln kann, sondern da muss man schon sozusagen im jeweiligen Genre und in der Logik bleiben und die dann entfalten und dann muss man daraus was lernen. Also das ist eher unsere Aufgabe heute. Aber ich wollte eigentlich zu was ganz anderem noch was sagen, nämlich zu dieser Frage materialistische Dialektik, weiter tradieren und Teleologie. Ich glaube, die Teleologie ist geradezu das Gift der Tradition des Marxismus. Zu glauben, weil irgendwie die Geschichte, das habe ich selber in Paris 1963 in der U-Bahn von einer italienischen Genossin erlebt, die Geschichte garantiert uns, dass der Kommunismus gewinnen wird. Und ich glaube, das ist eine Illusion, die man überwinden muss. Die Lage ist viel ernster. Es gibt solche teleologischen Garantien nicht. Natürlich gibt es Zielsetzungen, aber von Zielsetzungen auf Teleologien zu schließen, das ist wirklich Gift für Politik und Wissenschaft. Das habe ich vergessen. Das Wichtige war für uns, waren für uns auch die historischen Schriften von Marx, vor allem Klassenkämpfe in Frankreich. Okay, ja. Also zum einen, so taub sind die Deutschen nun doch nicht. Das kurz zu dir. Denn der Alfred Schmidt etwa ja, eben. Hat natürlich die Ausdruck. Das ist ein schönes Beispiel ja. Für Taubheit. Nein, aber er hat sich ja wenigstens übersetzt. Und es war jetzt nicht meine Aufgabe, also diesen Dialog zwischen Strukturalismus und Marx-Lektüren darzustellen, den es aber auch gegeben hat. Es gibt ja auch in der deutschen Marx-Interpretation durchaus Strukturalisten. Das erstens, und es gibt natürlich auch das Projekt Klassenanalyse, das tatsächlich so, ja. Versucht hat, den Dialog zu führen, das ist mir bekannt, da war ich selber in der Nähe, aber dieser Dialog ist gescheitert und zwar anders gescheitert als der zwischen Negri und Althusser. Also das muss man sich wirklich klar machen. Also da haben wir spezifische Blockaden, die wahrscheinlich mit dem Gewicht der hegelianischen Tradition zu tun hat, mit denen wir als Deutsche viel bewusster und kritischer umgehen müssen. Also dann, was die Teleologie angeht, das ist natürlich auch etwas, was ich, wenn ich vorhin sage, die neue Marx-Lektüre hat Schrott beseitigt, dann gehört die Teleologie dazu. Es gibt ein bestimmtes Verhältnis von Frühwerk und Spätwerk, wo der Alfred Schmidt immer sagte, man muss das Frühwerk vom Spätwerk her interpretieren und nicht das Spätwerk vom Frühwerk her. Im Frühwerk haben wir einen geschichtsphilosophischen Ansatz, der durchaus eine Teleologie formuliert, haben wir aber im Spätwerk nicht mehr. Was die Arbeiterklasse angeht, solange wir an der Marx'schen Theorie festhalten, gibt es natürlich die Arbeiterklasse. Die andere Frage ist,
welche Rolle die Arbeiterklasse in der Geschichte spielen wird. Und da kann ich zunächst mal nur ganz vorsichtig sagen, es ist nicht ausgemacht, ob es nicht eine nur theoretische Zuschreibung ist, dass die Arbeiterklasse das Objekt der Geschichte ist, oder ob es tatsächlich einen wissenschaftlichen Grund gibt, sie als dieses Subjekt zu bezeichnen. Eines ist natürlich klar, auf die Arbeiterklasse kann keine Revolution verzichten. Das heißt, da sie die Mehrheit der Menschen in einem Land ausmacht, ist sie selbstverständlich in die Revolution involviert. Und wenn die Revolution nicht unter der Ägide irgendeiner Partei oder selbsternannter Führer passiert, dann ist es die Befreiung auch ihr eigenes Werk. Ob man das aber mit dem Begriff Subjekt und was der ganze Schwanz, der da dranhängt, mit dem Klassenbewusstsein und wie das Klassenbewusstsein, die Arbeiterbewegung zum Klassenbewusstsein kommt, ob man das alles braucht, das weiß ich nicht. Der nächste Punkt ist die Dialektik. Der Alfred Schmidt stellt als Forderung auf, dass sich die Hegelsche und die Marxische Dialektik unterscheiden. Er zeigt auch sozusagen negativ, wo, aber er formuliert keine ausgeführte materialistische Dialektik. Das Buch von Helmut Reichelt, was uns damals allen sehr geholfen hat, ist von heute her gesehen auch eher eine Paraphrasierung der Grundrasse. Das heißt, auch da wird der Nachweis, was für eine Dialektik es sich bei Marx handelt, nicht erbracht. Ich habe Ansätze bei Dieter Wolf gesehen, der das wirklich versucht, aber da muss ich einfach nochmal selbst weiterlesen, um zu gucken, ob das ein Ansatz ist, der erfolgversprechend ist. Aber auch da, das ist nur bis zum Kapital weitergeführt und ein dialektischer Ansatz müsste sich ja darin bewähren, dass er alle drei Bände umfasst, meines Erachtens zumindest. Ich habe schon drei Wortmeldungen, zwei hier, ich komme gleich zu euch und eine da, die schien mir ein bisschen dringender zu sein, wahrscheinlich direkt zu irgendwas, was gesagt wurde. Ich möchte nur die Erfahrung widerlegen, dass es einen Austausch gab zwischen den verschiedenen Kapitallesarten in Berlin. Das Projekt Klassenanalyse erhob sich praktisch fast feindselig gegen die Lesart von Professor Haug mit einer stärker philosophischen Verständnis ab und man hat überhaupt nicht getraut, sozusagen in den dogmatisch gehaltenen Projekt Klasseanalyse Kursen rüberzugehen zu Haug und zu gucken, was macht der eigentlich und einen undogmatischen Vergleich anzustellen. Also dies jetzt nur einfach das, für die deutsche Immunität, dass man sich überhaupt nicht frei orientieren konnte oder mit anderen Ideen zurückkommen konnte. Das gelte wahrscheinlich für die Schweiz auch, aber es ist gut. Ja, können immer noch Hände zeichnen. Ich habe jetzt schon noch zwei Meldungen, aber ich gucke ja immer. I'm just wondering on almost the post-2008 kind of social movement who seem to have demanded just more democracy, more in some ways of just bourgeois formalism. Does this lead in some ways to capitalism not having to change and repeat its same problematics? This was an idea put forward in some ways looking at like Tronti's idea that the working class are the, like they create social change or create capitalism to change. And some people were arguing that because there hasn't been any proletarian
agitation that capitalism won't change either, and it will in some ways reach its kind of decadence or whatever like this. I don't know what... Die nächste Wortmeldung, und das Mikro müsste eigentlich auch funktionieren, wenn nicht, komme ich zu dir. Danke, kein Problem. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Wolf und Herrn Bologna, und zwar in Bezug auf die Rezeption der französischen, also Althusser's oder ja, der französischen Kapitalisart in Italien. Wie ist das, wie diese Lesart aussieht, oder wie wurde sozusagen, Sie haben sich schon eine Figur von Negri angesprochen, aber wer sind da auch die Figuren, welche Übersetzung gibt es auch in Italien? Genau, das ist sozusagen die Fragestellung, die ich habe. Ich habe noch eine. Und dann, glaube ich, machen wir eine Runde Antworten, ja. Danke. Ich habe folgendes Problem, was ich ansprechen möchte. Die damalige Lektüre, die Sie jetzt so auch ganz gut beschrieben haben, die hatte ja auch in Kerndiskussionen nicht nur das Thema Warenfetisch, sondern auch den tendenziellen Fall der Profitrate. Und es war damals für die Fragen des politischen Kampfes auch eine sehr wichtige Thematik. Heutzutage, ich mache das ganz kurz, da muss ich nicht zu lange dazu sprechen, es ist sehr vielen auch sogenannten marxistischen Theoretikern völlig klar, dass man sich da wohl auch sehr korrigieren muss. Der Kapitalismus hat heutzutage eine Prosperität, wie man ihn damals sich hat nicht vorstellen können, auch Karl Marx nicht. Das sind so weit verbreitete Thesen, auch unter sogenannten Marxisten. Und meine Frage ist jetzt in die Richtung, brauchen wir eine neue Lesart für dieses Problem? Weil ich sehe auch einen sogenannten alternativlos offenanden Automatismus der Vergesellschaftung, dass große Betriebe von großen Betrieben gefressen werden, dass es Fusionen gibt, die sich gegen die Rechte und die Interessen der Arbeiter weltweit richten. Es gibt einen alternativlosen Automatismus der Spekulationslust, und es gibt ebenso einen alternativlosen Automatismus der Rettung von Banken international. Hier steht für mich die Frage, ob wir beim Lesen des Kapitals nicht auch sehen müssen, dass diese behaupteten Automatismen durchaus auch was mit dem tendenziellen Fall der Profitrate zu tun haben. Und ja, wie würden Sie da eine Anregung geben, in diese Richtung neu zu lesen? Danke. Ich habe noch zwei Meldungen. Sollen wir das in einer nächsten Runde machen? Ja, oder? Machen wir eine Pause und dann machen wir noch eine dritte Runde. Ich habe dich auf dem Schirm und habe dich auch auf dem Schirm und jetzt habe ich dich auch auf dem Schirm. Ich würde gerne hier anfangen. Also ich glaube erstmal ist also diese die Frage des Automatismus der Entwicklung. Das ist natürlich eine zentrale Frage, aber ich glaube, es ist ganz wesentlich und da hilft uns sowohl der Aporaismus als auch Althusser. Die Verhältnisse sind immer Resultat von Kämpfen. Von da aus ist also diese Frage, kommt es automatisch zu irgendetwas, falsch gestellt. Natürlich kann man sagen, nach schweren Niederlagen, die wir gehabt haben, dass es schwierig wird, bestimmte Ergebnisse der Niederlage wieder sofort in Frage zu stellen. Aber es gibt keine Herrschaft ohne Widerstand. Für die Althusserianer immer sehr wichtig. Die haben dann Mao Zedong zitiert, Rebellion ist berechtigt. Aber es ist, glaube ich, wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass auch die Verselbstständigung der Spekulation und des Bankenkapitals erstens nicht ohne Widersprüche ist, da wären wir dann bei der materialistischen Theorie von Widersprüchen, und zweitens, dass es eben nicht so ist, dass da so eine schlichte Tendenz des allgemeinen Falls der Profitrate dahinter steckt. Das ist eine reale Tendenz. Ich glaube, die hat Marx ganz gut begründet. Aber Marx hat gleichzeitig dargestellt, dass sie vielfältige entgegenwirkende Ursachen hat. Und natürlich
wenn wir jetzt uns konkrete Gesellschaftsformationen anschauen, dann ist es nicht so, dass da einfach eine lineare Weiterentwicklung stattfindet, sondern dass es immer wieder gelingt, und das kann man gerade in den letzten 20, 30 Jahren ganz gut beobachten, neue Sphären in die Kapitalreproduktion einzubeziehen und damit neue Möglichkeiten der Kapitalakkumulation zu schaffen. Die Akkumulation von fiktivem Kapital bei den Banken durchaus mitgerechnet. Und ich prädidiere jetzt durchaus mit Marx nicht dafür zu sagen, weil das dann imaginär ist, wird das irgendwann einfach alles platzen und dann sind wir bei der Realökonomie. Das ist nicht Marxens Herangehensweise, sondern diese Imaginarität, wenn ich das so sagen darf, ist selber ein Produkt von Herrschaftsverhältnissen und diese Herrschaftsverhältnisse sind als solche umkämpft. Zur Frage der Rezeption Altes Hess in Italien, die Hauptrezeption ist über ihr Manifesto gelaufen und zwar immer im Zusammenhang politischer Debatten. Wie das mit der Kapitallektüre Altes Hess passiert ist, ist mir nicht so klar. Vielleicht können Sie da was zu sagen. Aber I would also say something on the social post-2008 social movements. No. Ja, okay, dann spreche ich auf Deutsch. Richtig ist, glaube ich, Trottis These, dass die Arbeiterklasse den Kapitalismus zwingt oder die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise zwingt, sich umzuorganisieren. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und der New Deal etwa, Trottis Lieblingsbeispiel, wenn ich das richtig sehe, ist eine solche sehr tiefgreifende Umorganisation kapitalistischer Verhältnisse gewesen. Aber wie wir dann mit dem Abbau der Errungenschaften des New Deal in den letzten 30 Jahren gesehen haben in den USA, ist das keine Transformation, sondern es ist eine Veränderung innerhalb und unter der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise und als solche grundsätzlich prekär. Wir sehen das in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in den westlichen Bundesländern, dass ein solcher Prozess des Rückbaus von Errungenschaften kompliziert, langwierig und widerspruchsvoll ist. Aber er ist möglich und findet statt. Und das muss man in dem Zusammenhang, glaube ich, bedenken und nicht der Illusion verfallen, weil die neuen sozialen Bewegungen erstmal sich im Raum des politischen Möglichen entfalten und die Themen thematisieren, die man jetzt und hier ändern kann, dass das Thema der Transformation über die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise hinaus damit vom Tisch ist. Das könnte ich weiter ausführen, aber das will ich jetzt nicht tun. Ich muss ehrlich sagen, zur Frage von Althusser in Italien weiß es, habe ich keine Antwort. Ich weiß zu wenig. Hingegen, vielleicht, Herr Professor weiß viel mehr als ich davon. Hingegen, ich möchte was zu sagen über die Analyse der aktuellen Situation des Kapitalismus. Also wir haben viel über den Übergang von einer fordistischen Zeit zu einer postfordistischen Zeit gearbeitet. Das bedeutet einerseits, dass wir also die direkte Produktion verlagert worden sind nach China und anderen Ländern. Und in Europa, vor allem in Italien, sind noch Industrien geblieben zu einem sehr niedrigen technologischen Niveau. Und vor allem in Italien, wir haben praktisch wenige große Betriebe, große Fabriken. Und in seinen letzten Schriften hat Tronti das interpretiert und gesagt, ja, ich hatte schon gesagt, dass vielleicht dort, wo der Klassenkampf so stark ist, kann das Kapital einen Schritt zurück machen, zu einer Demodernisierung. Und ich glaube, das ist, stimmt so. Es ist ganz klar, dass nach den großen Kampfwelle der 70er Jahre, wo die Großfabrik war das Zentrum der Rebellion, hatte die italienische Industrie systematisch
dekonstruiert. Es wird in den nächsten Tagen ein Band erscheinen. Es ist das Jahrbuch Feltrinelli 2017. Ich bin auch so einer der Autoren dieses Buchs. Und es ist so eine Analyse der Industriepolitik in Italien in den letzten 30, 40 Jahren. Autoren sind alle Business Historians. Und ich habe dort einen Artikel geschrieben über die Klassenkämpfe in den Betrieben der 70er Jahre. Und diese These ist bestätigt. Also wir haben systematisch einige Bereiche und der Industrie systematisch zerstört, die Chemie zum Beispiel. Italien hat eine große international starke chemische Industrie, völlig zerstört. Wir hatten eine Autoindustrie. Stellen Sie mal vor, also die Fiat-Werke am Ende der 70er Jahre, nach 10 Jahren von Streiken, von Guerilla und so weiter, war noch eine starke Industrie, auch innovativ. Dann gab es 22 Jahre Sozialunfalls und Fiat war kaputt. Also man kann so wirklich gut verfolgen. Was wichtig, glaube ich, und da komme ich zurück zu Marx, sind die Veränderungen im Bankensystem gewesen in den letzten Jahren. Es ist klar, es ist geschehen, was Marx gesagt hat. Er hat ganz klar gesagt, die Produktion des Reichtums ex nihilo. Ex nihilo. Wie funktionieren die Banken so, ne, heute? Und die Beziehung zwischen Banken und Industrie ist völlig anders als vor 20 Jahren. Und das ist interessant. Also ich glaube nicht zum Beispiel, dass die Automatisierung so eine große Arbeitslosigkeit mit sich bringen wird. Gerade heute war ich hier in Berlin bei dem Logistikkongress und man spricht nur von Digitalisierung und so weiter und so weiter. Aber praktisch gesehen, es ist keine Revolution. Die Revolution war natürlich, also mit Internet, da war eine richtige Revolution. Und eine Revolution sind mit dem sogenannten Plattformtalismus heute. Ne? Deliveroo, Uber und so weiter, wo die Leute, man weiß nicht, ob sie lohnabhängige sind oder selbstständige sind und so weiter. Und diese Fragmentierung der Arbeitskraft, das ist typisch der letzten Jahrzehnten. Also es gibt was anderes. Die Arbeiterklasse heute, es ist nicht verschwunden in den westlichen Ländern, aber hat nicht eine politische Rolle mehr. Vielleicht langsam wieder, ich arbeite sehr intensiv in der Logistikbereich, zum Beispiel heute in Italien eine Streikwelle eben in der Logistikbereich. Ne? Das heißt, ich glaube, also man kann schon wieder heute also viel von Marx noch lernen. Meiner Meinung nach vor allem von seiner Geldtheorie, vor allem von seiner Kredittheorie. Das sind meine Aktien also sehr wichtig und man kann davon, damit also die zum Beispiel damals hat er in diesem Artikel die Geburt der Investmentbank verfolgt. Ja? Der Credit Mobilier. Er hat damals den Suezkanal finanziert, die großen Bahnlinien finanziert, die Aktiengesellschaften. Und er hat ganz detailliert analysiert. Und das finde ich sehr aktuell. Das ist aktuell eben in dieser Finanzierung. Man braucht nur also dieses große Projekt der Chinesen haben, die Obor heißt, One Belt, One Road, wo sie Milliarden, Milliarden Dollar investieren wollen in Infrastrukturen. Ja? Und das ist, ich glaube, man kann solche Sachen interpretieren, nur unter diesem Punkt, das Marx schon analysiert hat. Zu Ihrer Frage. Ich glaube, für Tronti,
Tronti war antisoziologisch. Der sagte also, meine Art zu denken hat nichts zu tun mit den Soziologen. Und trotzdem, die Industriesoziologie, vor allem die französische Industriesoziologie, auch der 30er Jahre, hat bei den Operaisten eine große Rolle gespielt. Ich erinnere mich noch an ein Buch von Serge Mallet zum Beispiel, Touraine. Und Tronti hat immer gesagt, pass auf, die Soziologie analysiert die Arbeitskraft als Arbeitskraft, aber nicht als Arbeitsklasse, nicht als Arbeiterklasse. Und ich finde also auch, um Tronti zu verstehen, Operismus zu verstehen, man muss eben auch verstehen, die Beziehung zwischen Industriesoziologie und philosophisches Denken. Ich würde vorschlagen, wir machen noch eine letzte Runde. Antonella hatte vorhin schon zwei Wortmeldungen, vielleicht zeigt ihr noch. Hallo, ich habe jetzt 5 Wortmeldungen. Oha. Das heißt, ich muss bitten, sich kurz zu fassen, sowohl die Fragen als auch die Antworten. Und ich habe 5 okay. Wortmeldungen und noch keine Frau, was heute ein bisschen, irgendwie die Männer sind ja eh in Überzahl heute, ab morgen ist es dann anders. Aber also ich würde jetzt kurz zusammengefasst auch gerne eine Frau dran nehmen, wenn sie nicht. Ich hätte eine ganz kurze Frage. Sie haben ja alle eigentlich eine Kontextualisierung der Lesarten vorgenommen in dem jeweiligen nationalen Kontext und auch ein bisschen über die Kommunikation innerhalb und auch zwischen den Gruppen. Meine Frage ist, welche Rolle haben andere Marx-Lektüren, auch außereuropäische Marx-Lektüren, für diese Gruppen gespielt? Also außereuropäisch im Sinne von zum Beispiel dem Maoismus mit einer ganz besonderen Marx-Lektüre oder verschiedenen Marx-Lektüren, aber auch Marx-Lektüren in den USA, also zum Beispiel für die Operaisten in Italien, die Arbeitskämpfe in Detroit, in den Autofabriken. Die Theoriebildung, die da stattgefunden hat vor Ort, auch eine bestimmte Lesart von Marx. Hat es da einen Austausch gegeben, auch in Italien, in Deutschland, mit diesen Art von Marx-Lesarten? Ich komme gleich auf. Eine Frage für Sir. Wie war eure Beziehung zu Amadeo Bordiga? So stellt man Fragen. Das ist eine gute Frage. Wie die Beziehung zu Bordiga war. Renate Moll hat das schon angedeutet, es wird immer wieder neue Marx-Lektüren geben, auch schon. Und irgendwie, also heute ist Marx ja kein Ding nur für Linke mehr. Also seit Ausbruch der Finanzkrise gucken sich ja auch alle möglichen liberalen Leute oder Medien Marx an und schreiben darüber oder behaupten, ihn sich angeschaut zu haben. Und Manager berufen sich darauf. Also es gibt allgemeine, noch neueste Marx-Lektüre. Deshalb wäre meine Frage, also wie seht ihr diesen Trend oder wie verhaltet ihr euch zu dem? Also was muss man vielleicht öffentlich auch verteidigen oder wo muss man da so ein bisschen drum kämpfen, damit Marx nicht am Ende irgendwie ein großer Deutscher gewesen sein wird in ein paar Jahren? Eignen sich ja immer solche Jubiläen. Ja, ihr könnt euch ruhig raussuchen, was ihr worauf ihr antworten wollt. Also ich habe eine Frage an Sergio Bologna. Das heißt, vor einigen Monaten hat Toni Negri geschrieben, also in einem Artikel, wir sind keine Postoperaisten, wir sind noch Operaisten. Das heißt, er hat betont diese Gegenwärtigkeit des Operaismus in seiner Theorie. Und in der Tat gibt es Aspekte des Operaismus, die noch im Postoperaismus zu finden sind, ne? Zum Beispiel also die Rolle der wissenschaftlichen Intelligenz und vorher kommt also die Arbeiterklasse, dann das Kapital. Und natürlich auch die Aufmerksamkeit, würde ich sagen, Transformation der Arbeiterklasse. Vielleicht also das ist der wichtige Punkt. Und vielleicht das ist auch, also
weil der Post-Operaismus, der Operaismus noch also Einfluss, ich glaube, heutzutage hat, im Gegensatz meiner Meinung natürlich auch zu den anderen Marx-Lektüre. Und meine Frage war, was hältst du davon? Also ich meine, bist du kritisch in Bezug auf dieses Verhältnis zwischen Operaismus und Postoperaismus, das Toni Negri betont hat? Oder? Letzte Wortmeldung war hier. Ja, gegen alle Differenzen, die jetzt heute auch noch besprochen wurden, ist es ja durchaus so und auch dagegen, dass sich eher Backhaus ja zum Beispiel auch mal direkt auf Althusser bezieht, sagt, dass er seine Problemanalyse unglaublich teilt, nur den Strukturalismus nicht für eine Lösung hält, haben ja alle Ansätze, ist ein bisschen gemein, dass sie ihr Versprechen in einer gewissen Weise nicht eingelöst haben, sei es jetzt die komplette Arbeitswerttheorie zu rekonstruieren oder was auch immer. Und mir scheint es in der Besprechung dieses Scheiterns immer wieder so eine gewisse Nostalgie aufgerufen wird, sei es eines Klassenkampfes oder so eine sehr stark unterbestimmte Form von Politik, die dann die Lösung sei. Und wäre es vielleicht notwendig oder eine Möglichkeit für neuere Marx-Lektüre, wie Frau Mohl das vorgeschlagen hat, eben solche Formen von Politik zu bestimmen, nicht als was Externes, sondern halt neu aus der Marx-Lektüre heraus. Gut, dann würde ich sagen, wir machen eine letzte Schlussrunde hier auf dem Podium. Sucht euch, es waren ja sehr schöne Fragen aus. Vielleicht gestaltet das auch gleich so ein bisschen als Schlusswort. Es ist schon an, Frieda. Okay, also ich denke, die letzte Frage ist natürlich ganz wichtig. Aber ich würde das auch nicht unterschreiben, dass das alles gescheitert ist. Philosophische Interventionen als fertig. Und wir reden von philosophischen und politischen Interventionen. Wir reden nicht von der Rekonstruktion der Kritik der politischen Ökonomie, der philologischen Kapitaledition, der kritischen Aufarbeitung der einzelnen Argumentationen. Wir reden von diesen notwendig beschränkten, zeitgebundenen, endlichen Interpretationen. Und da werden eben neue kommen müssen. Da muss sich in der Tat jede Generation ihre Interpretationen neu zurechtlegen. Also ich glaube nicht, dass es da Sinn macht, von einem Scheitern zu reden. Das gilt übrigens auch durchaus auch für die Frankfurter Schule und ihre Kapitalinterpretation. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, Althusser ist es gelungen und die Frankfurter, das ist Mist. Nein, das sind unterschiedliche Lektüren, unterschiedliche Kategorien, ein unterschiedliches Instrument. Ich würde eigentlich immer noch sagen, um jetzt hier doch die Polemik ein bisschen aufzunehmen, Beispiel A, Selbstverständigung. Ich denke, das hat gezeigt, die Entwicklung, wie wichtig das ist, zwischen Wissenschaft und Ideologie zu unterscheiden. Selbstverständigung führt letzten Endes, wenn man lebt, zur Zirkularität der Ideologie. Und aus der muss man herausbrechen. Das ist nicht einfach. Aber es ist nötig. Zweitens, keine Reflexion jenseits des Gegenstandes kann die Methode begründen. Das ist unbestreitbar richtig. Eine Frage, die man gar nicht stellen muss. Denn die Methode begründet sich aus der gelungenen Erkenntnis ihres Gegenstandes. Eine andere Begründung der Methode braucht es nicht. Und vorab die Methode begründen zu wollen, bevor es gelungen ist, den Gegenstand zu erkennen, ist klassischer Idealismus. Und da werde ich dann ganz polemisch, erkennbar, weil von Menschen produziert, also Vico. Und ich glaube, das ist einfach falsch. Die historische Materialität der Verhältnisse ist nicht einfach von Menschen produziert. Da sind Naturverhältnisse drin, da sind aber auch drin, die Menschen reproduzieren, weil sie von ihnen beherrscht werden. Natürlich, im gewissen Sinne produzieren sie sie, aber das Kapital ist nicht einfach ein sozusagen menschliches Konstrukt, ein menschliches Produkt, sondern eine Herrschaftsstruktur, die über Menschen herrscht. Und das ist was anderes. Also von da aus Rückbesinnung auf diese geisteswissenschaftliche Reflexionsformel
halte ich für eine wirkliche Blockierung der notwendigen materiellen und vom späten Marx dann auch weit ins Ökologische hineingetriebenen Bestimmung der Wissenschaft. Also zum Letzten. Ich denke, niemand, der von der Marx'schen Theorie herkommt, wird behaupten, dass jetzt alles ein Produkt der Praxis der Menschen sei. Denn wenn der Marx also im Arbeitsprozess, dass nicht nur die Arbeit ist, die da notwendig ist, sondern ebenso gut die Arbeitsmittel und die Arbeitsgegenstände, dann ist da ja immer schon ein nichtmenschliches Element mit einbezogen. Die andere Frage ist natürlich, inwieweit nicht Produzierte nicht immer weiter hinter dem Produzierten zurücktritt. Als zweite Natur. Aber es wird nie vollständig dahinter zurücktreten, denn ich glaube nicht, dass der Planet irgendwann als etwas, was durch menschliche Arbeit produziert wurde. Das ist unmöglich. Aber ich wollte auf den einen Punkt eingehen, die neueste Marx-Lektüre, die jetzt inzwischen also von sogenannten bürgerlichen Ökonomen, Managern und so weiter betrieben wird. Da sage ich erstmal, dass die Theorie nicht mehr aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen wird, heißt für mich, dass diese bürgerliche Gesellschaft im positiven Sinne etwas liberaler wird. Man ist nicht mehr, wie das früher mal eine Zeit lang war, entweder ein Depp oder jemand, der altmodisch ist, wenn er an der Marx'schen Theorie hängt, sondern es sind zugestanden von diesen Akademikern, akademischen Wissenschaftlern, es sind da Elemente enthalten, die nachzudenken lohnt. Aber ich interpretiere das auch weiter als eine Ratlosigkeit, sowohl des Managements wie auch der akademischen Ökonomie, weil ihre eigenen Theorien ja nun ziemlich versagt haben. Es gibt keine Erklärung 2008 und vorhergesagt haben sie die schon gar nicht. Und die bürgerliche Theorie hat sich ja immer auf ihre Fähigkeit, etwas vorherzusagen und etwas zu erklären, etwas zugute gehalten. Den Vorteil hat sie gegenüber der Marx'schen nicht mehr. Aber man kann sich natürlich auch nicht nur freuen, denn wenn Sie die Marx'sche Theorie benutzen, dann benutzen Sie sie allenfalls als politische Ökonomie. Der Marx hat aber eine Kritik der politischen Ökonomie geschrieben. Muss sich deren Argumentation auch mithilfe der Marx'schen Theorie sehr genau angucken, um zu sehen, wo sie diese kritische Dimension schlicht und einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich denke, das reicht. Ich gut verstanden habe die letzte Frage. Haben Sie gesagt, dass vielleicht wir haben zu viel Nostalgie nach dem Klassenkampf, oder habe ich falsch verstanden? No, das ist natürlich, ich bin oft kritisiert, weil ich so intensiv über diese Zeit der Klassenkämpfe in Italien rede. Ne? Ich sage, es ist keine Nostalgie für ein bestimmtes politisches Klima. Ich sage nur, dass als ich arbeitete, hatte ich einen Arbeitsvertrag. Meine Tochter, die ist schon über 44 und die arbeitet seit 20 Jahren, hat nie einen Arbeitsvertrag gehabt. Ne? Die Situation heute der Arbeit, das Graf ist unglaublich schwach. Das ist der einzige Grund, warum ich sage, also damals war so wichtig, was damals gemacht wurde. Aber vielleicht habe ich falsch verstanden, was ich. Nein, also zum Operaismus und Postoperaismus, ich weiß nicht,
Ich lese nicht alles, was Toni Negri schreibt, also, aber ich glaube auch, es gibt eine bestimmte Beziehung. Ja, Negri sagt, ich bin noch Operaist, und Tronti hat gesagt, ich bin ein Bolschewik ins Rente. Ich hingegen war immer so mehr der Nahe der Anarcho-Syndakalisten. Jeder von uns hat einen eigenen Weg genommen. Ich zum Beispiel, ich habe mich intensiv mit der Frage von neuen Arbeitsformen, zum Beispiel mit der Selbstständigkeit. Nach meiner Universität bin ich also gezwungen worden, also eine Lebensexistenz zu organisieren, und ich war also selbstständig. Ich habe mich gefragt, wer sind diese Selbstständigen? Und ich habe diese Situation analysiert, geschrieben, und es ist uns gelungen, auch die erste Gewerkschaft von Selbstständigen in Italien zu gründen. Und dazu noch auch eine internationale Koordinierung. Und dazu noch vor allem ein enges Bündnis mit den Amerikanern, Freelancers Union. Die Frau, die diese Freelancers Union gegründet hat, sie war vor kurzem in Venedig, und sie meinte, sie sei Anarcho-Syndakalist zum Beispiel. Ne? Um noch zur Frage der amerikanischen Lesart. Ich glaube, das ist einmal recht. Also für uns, also für Tronti, die amerikanische Geschichte, vor allem der New Deal. Der sagte also, der New Deal ist der Beweis, dass das Kapital in der Lage ist, so nicht eine Planwirtschaft zu machen, aber so eine Planung zu machen, damit so eine Herrschaft also auf europäischem Niveau so inklusiv sei, so, auch mit den Gewerkschaften und so weiter. Die zweite Ausgabe von Operaia Capitale, ja, hat ein neues Kapitel eben zum New Deal gewidmet. Und wir im Primo Maggio zum Beispiel haben intensiv beschäftigt mit der Erfahrung der IWW in den Vereinigten Staaten, ne, mit diesen Anarcho-Syndakalisten. Vor allem waren damals viele italienische Emigrierten, auch politisch Exilierten, die also Militante der IWW waren. Also es war, also was Sie gesagt haben. Ich würde sagen, wir haben also von dieser historischen Erfahrung gelernt, als von einer marxistischen, amerikanischen Lesart. Wichtig waren für uns zum Beispiel die amerikanischen Historiker, Arbeitshistoriker, David Montgomery, Robert Gatman und so weiter und so weiter. Ja, zu Amadeo Bordiga, wir hatten die Schüler von Amadeo Bordiga haben sich in diese Gruppen organisiert, die Internationalisten sich nennen. Ne? Die existieren noch heute, sie haben eine Zeitung, die heißt Lotta Comunista, da haben sich gespalten in verschiedenen. Wir haben mit dieser Gruppe immer sehr gute Kontakte gehabt, also auch große Sympathie. Zum Beispiel heute noch, die sind, ich glaube, nicht die Mehrheit, aber die spielen noch eine große Rolle im Hafen Genua. Also die Hafenarbeiter, die Dockers in Genua, sagen, sie sind also Internationalisten. Das beziehen sich auf die alte Tradition von Bordiga, noch heute. Okay, ich nehme das einfach als schönes Schlusswort. Ich möchte mich bei allen bedanken. Zunächst mal bei den Dolmetschern da oben, die da eben relativ unauffällig ihre Arbeit gemacht haben und meistens übersehen werden. Dann bei den vielen Helferinnen und Helfern, bei euch, die ihr heute gekommen seid. Und ich hoffe auch entweder morgen Vormittag bzw. Mittag zu den Workshops der Marx-Herbst-Schule in der RLS kommt oder spätestens morgen, wenn wir hier die sozusagen Folgeveranstaltung haben. Und ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei unseren drei Referenten bedanken für die tollen Vorträge und die schönen Antworten in der Diskussion.